Chris, denke ich, damit der Galle miteinander, wie das das echt Zeit genommen hat. Chris, denke ich, zu Hause und hinter den Bildschirmen. Der Michael, Chris, der Michael, servus, sei es gut, mir ist ein schöner Nachmittag. Dankeschön. Das ist ein sehr hartes Thema, und zwar ins Cybermobbing und auch Internetgefahren und solche Sachen. Das denke ich, der Michael nachher sicher auch beibringen. Der Michael kommt von Young in Direct, von Jugendring, mit dem Jugendring. Er macht das super und ich noch mal zeigen, das ist eine super Sache, was du da leistest. Super, und bitteschön, und anschließend der Horn praktisch kann man Fragen stellen und nehmen, dass er sie schreibt. Und da kann im Laufe des Dings Fragen gestellt werden. Das ist der Laufe der Frage, im Laufe der Frage, den kann Michael Fragen gestellt werden. Ne? Ich gebe das Wort zu Michael. Ne? Bitteschön. Ja, Dankeschön. So, jetzt hoffe ich, dass die Lautstärke einigermaßen passt für die Unwesenden neuen Sohn und auch für die, die daheim zugeschaltet haben. Erstens mal danke für die Einladung, danke, dass ihr gekommen seid, danke, dass ihr es eingeschaltet habt. Meine Bitte wirklich an alle, wenn irgendwelche Fragen sein oder etwas unklar ist, bitte sofort Hand auf, also sowohl die, die da sind, die sind Sie persönlich, aber eben auch die daheim, zugeschaltet sein oder in der Zoom dabei sein, durchaus einfach die Hand aufheben, die Frage nicht schreiben, da wird man dann wird man ein Zeichen geben, dass ich dann kurz auf etwas hingehen kann. Aus dem einfachen Grund, weil, wie schon gesagt, es ist oft ganz schwierig, wenn man das dann bis zum Schluss sich aufgehalten, weil die ganze Sache wird schon ein bisschen der Zeit beansprucht. Und alles ist halt dann schwer, wenn man sich dann nicht oben bis zum Schluss aufhalten will und merken soll. Deswegen ist mir lieber bitte gleich unterbrechen oder dass wir die Sachen gleich kriegen. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, ich bin beim Jugendring zuständig für das, was landesweit bekannt ist als Young and Direct, also die Jugendberatungsstelle, wo wir im Prinzip mit mehr oder weniger allen Themen zu tun haben, die Jugendliche im weitesten Sinne betreffen, also Jugendliche zwischen 11 und 25. Die in erster Linie oder hauptsächlich sich einfach selber melden. Also das ist ja der große Unterschied. Es gibt Land auf, Land ab ganz viele Einrichtungen, die mit Jugendlichen arbeiten, die sie begleiten, die psychologische Beratung machen in allen Formen. Der größte Unterschied zu uns ist halt der, dass da die mehr oder weniger die einzige Möglichkeit ist, wo die Jugendlichen sich wirklich von sich aus einfach melden können. Also das heißt, es ist so ausgerichtet, dass es natürlich so einfach wie möglich ist,
dass man es auch anonym machen kann, dass es sowieso nichts kostet, aber dass es auch ganz leichter Zugang ist. Und unter Umführungszeichen ist es leicht, weil es ist trotzdem anonym. Das Thema, das wir heute miteinander anschauen, kann ich dem Ganzen den Titel geben, also wenn das Smartphone zur Hülle wird. Das heißt, aus dem einfachen Grund, weil heutzutage das Erleben von Internet und so weiter, gerade wenn es um Jugendliche geht, oder eben auch weitestgehend junge Erwachsene und Erwachsene, natürlich ein Großteil auch nur mit Laptop, PC und so weiter, auch was jetzt Arbeitsbereich umgeht. Aber heutzutage ist es wirklich so, dass das Smartphone, also das Handy, den großen Einzug gehalten hat. Das heißt, wir, das nehmen wir halt mit, das haben wir halt dabei. Und dadurch wird auch das Thema Mobbing, Cybermobbing, einfach zu etwas, was wir jetzt auf gut Deutsch ständig mitnehmen und das Risiko sind wir ständig aus. Das, was wir miteinander heute ein bisschen anschauen werden, ist, oder was ich versuchen möchte, ist, ein bisschen ein klares Bild aufzuzeigen. Erstens einmal, was ist Mobbing, was ist Cybermobbing? Aber wenn du jetzt gleich Cybermobbing gestört, ist wichtig, dass man das ein bisschen auf dem Bildschirm hat und auch gut versteht. Wenn fängt das an? Ist jeder Streit dann schon gleich einmal Mobbing? Was sind da für Sachen? Na, der Klassiker, wer einem wiederkommt, ja, aber Moment einmal die Meinungsfreiheit und was darf ich sagen und was nicht. Wo sind da die Grenzen? Das möchte man heute ein bisschen miteinander anschauen, wirklich, dass man da ein klares Bild hat. Bitte gleich eins, dass es mich nicht falsch versteht, weil dann etwas nicht den Kriterien von Mobbing entspricht oder Cybermobbing. Heißt nicht, dass es nicht belastend sein kann. Ja, also das ist nochmal eine andere Geschichte, weil im Prinzip, wenn es mir bei einer Sache nicht gut geht, egal ob es dann Mobbing ist oder Cybermobbing oder irgendwas anderes, dann ist es für mich auch immer ein Problem. Also selbst steht außer Frage und selbst darf ich mir auch unterstützen. Ja, aber da ist jetzt wirklich einmal wichtig, dass wir sagen, okay, mal ein klares Bild, wo fängt das an, wie schaut das aus? Okay. Was ist Mobbing? Das heißt, wenn wir es jetzt mal anschauen, also kommt aus dem Englischen, das heißt sprichwörtlich unpöbeln, schikanieren, über jemanden herfallen. Wir würden in Umgangssprache eher sagen, fertig machen. Das heißt, das kennt man jetzt vor allem so als Hauptwort, ja, der Mob, so eine riesige Menge, die dann über andere herfallen will und sich da irgendwie also verhalten zu haben, einfach sehr eine aggressive Geschichte. Also von dem kommt es eigentlich. Jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ein Mobbing als Begriff, wenn wir jetzt von Schülern und Jugendlichen reden, also vor allem im Schulkontext, müssen wir eigentlich Bullying sagen. Also Bullying, der Bully ist praktisch der, der eben so ein Verhalten sorgt, aber eben in einem schulischen Kontext. Mobbing kommt eher aus der Arbeitswelt. Nein, ich sage umgangssprachlich, nutzt man mehr oder weniger als im gleichen Begriff. Das ist jetzt so das Zentralste, wenn wir von Mobbing reden. Erstens einmal ganz wichtig, ist die Gewaltform. Also es ist schon Gewalt. Ja, Mobbing ist als Überbegriff einfach eine Form von Gewalt, das dann ganz viele Facetten haben kann. Also das heißt, ich kann dann ganz viele Sachen dabei dienen und das fällt dann unter diesen Überbegriff Mobbing. Das ist eine ganz klare Form von Gewalt. Das heißt, es ist ja von Machtmissbrauch, und dann Kräfte Ungleichgewicht aufbauen. Jetzt, was heißt das? Nichts anderes wie, wenn zwei gleichwertig sind und miteinander streiten, auch körperlich, kann man richtig zusammengehen, dann ist es nie und immer Mobbing, weil die auf gleicher Höhe sein und sich gegenseitig irgendwo wehren können. Ja, wenn ich jetzt so, nehmen wir mal eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem, der keine Ahnung, 5 Jahre alt ist oder 10 und einer, der 2 Meter groß ist und dasselbe Maschine, dann ist schon mal körperlich ein Ungleichgewicht, dass man sofort schon tendenziell in die Richtung geht. Ja? Also das heißt, das Ungleichgewicht war ein Machtverhältnis. Das heißt, die Tatsache, dass ich mich so verhalte, gibt mir die Möglichkeit, den anderen sozusagen kleiner zu machen. Es muss regelmäßig passieren. Bitte, weil da jetzt oben steht, mindestens 2 Mal pro Woche, an dem darf man sich jetzt vielleicht nicht aufhängen. Der wichtigere Punkt ist, es muss über einen längeren Zeitraum laufen. Jetzt kann man das nicht definieren, ist das jetzt 40 Tage oder 65 Tage oder sind es ein halbes Jahr.
Aber es wird wirklich normalerweise definiert, es muss über einen längeren Zeitraum, also mehrere Wochen oder Monate gehen. Weil wenn wir einmal miteinander streiten, richtig zusammengehen, egal ob jetzt in der Schule oder auf der Arbeit, kracht man vielleicht einmal ordentlich zusammen, dann ist es selten nicht möglich. Weil ich streiten, weil ich zusammengehen, weil ich vielleicht einmal verbal sich wirklich als der Hasen oder vielleicht einmal irgendwo, wo es einmal handgreiflich wird, ohne dass man jetzt sagen, dass es toll ist. Aber das kann ja mal alles sein, ist noch nicht Mobbing. Jetzt kommt der mitunter wichtigste Punkt, was das Mobbing eigentlich ausmacht. Mobbing passiert nie zufällig. Das ist nicht so, ah, jetzt habe ich mal etwas ausgedenkt und so weiter, und jetzt spaßen wir aufeinander oder treffen aufeinander, und dann passiert es halt. Mobbing ist eben das Verhalten, und das ist gezielt gegen eine oder mehrere Personen. Also der Auslöser kann alles Mögliche sein, und der, der das tut, also der Mobber oder der Täter, wenn man so will, oder die Täter, es kann eine oder mehrere sein, genauso beim Opferseite, eine oder mehrere. Es ist all eine gezielte Geschichte. Ja, also ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt von sexuellem Missbrauch reden, hat jetzt mit dem heutigen Thema nichts zu tun, aber zusammen kann man auch nicht hergehen und sagen, ah, das ist irgendwie passiert. Ah, die Sachen, die passieren nicht zufällig, das ist allen gezielt. Ob das dann vorbereitet oder dann spontan ist, ist eine andere Geschichte. Ja, also da wird auch nicht nur nachher und sagt, ein, jetzt ein Jahr lang geplant und jetzt gehe ich dann mal fertig machen. So läuft es nicht. Aber es ist mit einer ganzen gezielten Absicht. Ich will etwas damit erreichen. Und was dann ausschlaggebend ist, geht weniger, ob es dann so definiert sein oder kann, aber das ist ein Zustand, der dann einfach allen passiert ist. Betroffene schaffen es nur nicht aus dieser Situation auszukommen. Dann waren wir ja wieder beim ersten Wahn mit dem Kräftegleichgewicht. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit zu Wehr zu setzen, etwas dagegen zu tun, dass mir das passiert. Ja, das heißt, auch noch in der Rolle drinnen bin, dass ich sage, okay, ich erfahre das, das passiert mir, aber ich kann was dagegen tun. Ja, ist mitunter nicht Mobbing, sondern ist einfach eine belastende Gewaltsituation und so weiter. Aber Mobbing ist wirklich das, man sagt, okay, ich komme da nur nicht aus. Welche Arten gibt es? Wir unterscheiden dann jetzt gleich auch noch, was dann Cybermobbing ist. Aber bleiben wir von denen, weil das ist praktisch die Basis. Keine Form von Cybermobbing ist nicht auch Mobbing. Okay? Also das heißt, das hängt sehr, sehr eng zusammen. Also was gibt es denn jetzt für Arten, welche Formen? Mal ganz allgemein. Gibt es direkte Formen oder indirekte? Die direkten sein, also wo es wirklich um eine Konfrontation geht, also man tut was, man trifft aufeinander und also man ist offensichtlich, man erkennt sich. Ich weiß, dass der tut das mir gegenüber und ich erkenne den oder den. Ich weiß nicht, dass ich sie kenne, aber das heißt, ich weiß, was mit mir passiert. Die indirekte Form ist, es passiert sozusagen hintenrum. Ja, also ich muss nicht mitkriegen, was passiert direkt. Und im Prinzip wird es oft so gemacht, dass der das tut, oder die, das tun, der will nicht gesehen werden. Ja, die haben zwar eine gleiche Absicht, aber das kann so im Hintergrund sein. Jetzt, was heißt das ganz konkret? Wie schaut das denn aus? Also, so, wenn es da oben steht, kann man sich wenig vorstellen. Direkte Formen sind körperliche Handlungen. Also wirklich, wenn ich jemanden umgreife, umgehe, wenn ich beleidigt, fertig mache, und wichtig auf jemanden, den das direkt zog. Wenn ich drohe, press, wenn ich aber auch hinten nochmal Sachen hinmache, ganz bewusst. Und wenn ich Sachen tue, die einfach beleidigend sein. Auf der anderen Seite die indirekten Formen, das heißt, Sachen, die ich so nicht mitkriege, hinten nochmal, eine andere gegen mich aufbringt oder gegen die Person aufbringt, ja, also entweder die rede schlecht drüber oder ich versuche, andere für mich zu gewinnen, dass sie gemeinsam gegen die Person vorgehen. Ich schließe sie aus. Ja, und bitte nicht so verstehen, das betrifft sowohl Kinder und Jugendliche, aber eben auch Erwachsene. Weil wenn ich schon mal als Ausgrenzen hernehme,
hat man oft so die Vorstellung, ja, aber das mir als Erwachsener wird das noch nicht passieren, da kann ich mich schon wehren. Aber stellt euch eigentlich mal vor, auf der Arbeit, egal was es wird, meistens sind mehrere Leute, also man ist selbstständig und arbeitet ganz alleine, nachher wird man sich selber wahrscheinlich weniger ausgrenzen. Aber mal angenommen, wir sind mit mehreren Leuten arbeitet zusammen, in unterschiedlichen Rollen, Funktionen, und die werden auf gut Deutsch einfach auf die Sachen ausgeschlossen. Es fängt an, wenn die anderen gehen etwas trinken und ich, mir wird nicht gesagt. Die anderen machen was und ich krieg's nicht mit. Oder noch schlimmer, eben hinten immer wird gleich gekriegt, irgendjemand anderes sagt. Also das kann mitunter dann schon in die Richtung gehen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass das dann schon gleich Mobbing ist. Ja, da muss man dann anschauen. Aber tendenziell geht es dann schon in der Richtung. Und auch wieder bitte nicht falsch verstehen, weil ich jetzt Psychologe und viel mit so Sachen zu tun haben. Es geht nicht darum, dass man so mit der rosa Brille und alles ist gut und so in Watte verpackt und alles ist nett. Die Einstellung brauchen wir nicht darum, sondern da geht es wirklich darum, und das werden wir dann auch sehen, ein Verhalten, das massiv, aber richtig extreme Folgen hat. Ja, und das aber auch nicht einfach so ist, ja, ich komme mit jemandem nicht gut aus. Das ist bei weitem noch nicht Mobbing. Gott sei Dank muss ich nicht mit jedem auskennen. Man darf auch anderer Meinung sein, man darf auch mal streiten, man darf auch mal ordentlich zusammenkrachen. Alles noch nicht Mobbing. Aber sobald ich oder jemand anders gezielt das macht, um jemanden fertig zu machen, direkt oder eben die schwierigsten Formen sein, diese Hintennummer, die indirekt sein, wo ich sie nicht mitkriege, dann gehen wir in die Richtung. Ja, auch jemand links liegen lassen. Jetzt wollen wir mal sagen, ja, das ist doch, ist das Mobbing, ist das was Schlimmes? Nein, das ist ein Mobbing, wenn jemand mal ignoriert, der da oben zwar, dann ist es noch lange nicht ein Problem. Aber das verpackt mit vielen anderen Sachen, ist halt schon etwas schwierig, weil, wie gesagt, wenn ich so links liegen lassen werde, stellt euch das einfach mal vor, in der Schule, in der Klasse, in einer Gruppe, wo ich vielleicht einfach zwischen mit anderen zu tun habe, verpackt. Wenn mich komplett ignoriert, das ist gefühlt das Schlimmste, weil nachher kann man meine ganze Vorstellung, ich bin es nicht wert, habe ich was getan, meistens verstehe ich es nicht, weil es so indirekt passiert. Also da merkt man auch schon, ja okay, da, die ganze einfach ist die Sache nicht. Dann das, was ganz häufig passiert ist, so hinten immer irgendwelche Sachen erzählen. Aber da kann man sich denken, ja, das wird nur das oder das wird schon nicht so schlimm sein. Aber es greift natürlich erstens mein Selbstwert um, das gute Gefühl, das man vielleicht in der Schule oder in der Arbeit oder sonst an Orten hat, wo man es eigentlich eher hingeht, weil man sich wohlfühlen sollte, aber das ist schon wieder schwierig. Jetzt reden wir vor allem von Mobbing, Cybermobbing. Das ist jetzt ganz konkret Cybermobbing. Im Prinzip, wenn wir die Definition anschauen, Beleidigungen, Bedrohungen, Bloßstellung, Belästigungen von Personen mit Hilfe von Kommunikationsmedien, also sprich übers Internet, mit dem Handy, mit dem Tablet, PC, auf irgendwelchen Plattformen, soziale Medien, da muss man halt alles damit nur, egal ob das jetzt Foren, Chats oder wenn man so schön sagt, Communities, also irgendwo, wo man auf andere Leute zusammentrifft, im Internet, ja, also vernetzt im Netz. Jetzt kann man behaupten, praktisch dasselbe wie Mobbing, bleibt halt im Netz, oder? Eigentlich schon. Von dem, was ich bis jetzt sagen kann, muss jetzt das Gleiche sein. Das ist aber die Frage. Ist es das Gleiche? Schaut es gleich aus oder macht es das Gleiche? Hat es die gleichen Auswirkungen? Und wie schaut es eigentlich rechtlich aus? Okay, versuchen wir das einmal umzuschauen. Ist es das Gleiche? Jein. So heißt, es gibt heutzutage kein Mobbing, das ja im echten Leben passiert, wo nicht auch der Cybermobbing-Teil mit drinnen ist. Ganz einfach aus dem Grund, dass heutzutage, so wie wir miteinander reden und sich treffen und ins Treffen, passiert das aber auch gleichzeitig, dass ich auf dem Handy schreibe, in WhatsApp-Gruppen schreibe, auf Facebook oder wo auch immer. Ja, ich muss das zwar nicht gefühlt mit der ganzen Welt teilen, am meisten passieren die Sachen so in scheinbar geschlossenen Gruppen. Also sprich in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich drinnen bin
Und ich fühle an, ja, das kriegen allein wir mit und dann passiert das am meisten. Das heißt, im Prinzip ist es schon fast das Gleiche und trotzdem hat es einen anderen Charakter und ist ja besonders. Hat es die gleichen Auswirkungen? Ja. Und selber haben wir gemacht, dann so. Das heißt, wenn wir dann umschauen werden, was hat es für einen Effekt für die Person oder die Personen, die das erleben, ja? Dann werden wir sehen, dass es die Auswirkungen umgeht, noch viel intensiver und auch langwieriger und auch teilweise schlimmer ist für jemanden, der Cybermobbing erfahren hat. Und das schaut jetzt strafrechtlich aus. Strafrechtlich so, immer ein Streiten ist zwar nicht das Schönste auf der Welt, aber ist nicht strafbar. Aber auch nicht schön. Das mit dem Körperlichen und so weiter, naja, da gibt es dann irgendwann mal die Grenze, wo es dann schon auch problematisch werden kann. Aber leider jetzt zum Beispiel zwei Jungs auf dem Tausendhof, die mal öfter ein bisschen zu handeln haben und dann mal ein bisschen körperlich werden, ist noch nicht richtig strafrechtlich relevant, sobald dann wirklich das dann heftiger wird. Eher schön. Strafrechtlich Mobbing, nicht so ungreifbar. Das heißt, wenn ich Mobbing betreibe, dann ist es rechtlich nicht so genau definiert. Also es gibt nur ein Gesetz, das Mobbing definitiv verbietet. Was es schon mit einschließt, ist praktisch das, was wir erst erklärt haben, dass Mobbing ja ganz viele Sachen, sich vieler Sachen bedient, also Belästigung, Beleidigung und so weiter. Und die SEM-Sachen sind aber geregelt. Das heißt, bei Mobbing gibt es kein eigenes Gesetz, weil ich darf niemand beleidigen, ich darf niemand belästigen und so weiter. Dann schließt es automatisch aus. Was man aber gesehen hat, das reicht, wenn es das Phänomen Cybermobbing umgeht, das reicht nicht aus. Das ist zu weitläufig, das ist zu langwierig, das ist zu heftig, dass man es gesetzlich so fremd belassen kann. Also ich glaube, man kann sagen, ach Mobbing, das passt schon, das ist kürzlich geregelt, das darf man nicht tun, ja, sollte das nicht passieren, wenn was passiert, kann man was unternehmen. Es ist aber so, dass seit 2017 Italien, das ist immer noch für die Ersten, sagen wir mal so, wirklich dahingehend ein bisschen was gemacht hat. Wenn man so will, bei vielen Sachen hinkt Italien rechtlich an, wir hinten noch. Alles, was das Internet strafrechtlich, Privacy, Stalking-Gesetz, Cybermobbing-Gesetz umgeht, eher Vorreiter. Ja, sag mal, eher Vorreiter. Also in Österreich und Deutschland ist zum Beispiel Stalking, das ist jetzt leider so nicht, viel schwieriger, sich dagegen zu wehren, weil es rechtlich viel weniger Grundlagen gibt. Also Cyberstalking heißt, stellt man sich am besten vor, ja, ich bin mit jemandem zusammen gewesen und die Person nicht ganz so happy damit und nicht einverstanden, nicht was passiert, im Nachhinein werde ich ständig kontrolliert, ich werde verfolgt, ich werde beobachtet. Also ich stelle jemand noch, also Stalking, was genau soll. Und dann ist es bis zu einem gewissen Grad irgendwo, wenn man versucht, ja, wieder dann von vorher zusammenkommen mit einer Möglichkeit, die eigentlich okay und eigentlich ganz nett. Aber manche gehen da wirklich definitiv über die Grenze drüber und verletzen die Privatsphäre, verfolgen jemand, bedrohen und die ganze Palette. Genauso wie eben das Cybermobbing-Gesetz wirklich ganz klar das Phänomen einordnet und da als strafbare Handlung sozusagen durchstellt. Und dementsprechend kann man aber auch wirklich etwas tun. Ja, das heißt, wie bei vielen anderen Sachen hat man doch das Gefühl, ja, wenn ich das zur Unzahl bringe, dann passiert nichts. Das ist mit nur zu wenig Sachen, also nicht, was das Ergebnis umgeht, kann ich eigentlich was versprechen, aber das zu dem Thema, wenn ich da eine Meldung und Unzahl mache, das, und das betrifft Jugendliche, ja, und da zum Teil wirklich Frauen, also gibt es das, nicht nur ein Gesetz, sondern eine Bandbreite von Gesetz, das bezogen ist auf, mit wem haben wir es zu tun. Das ging selber schon wieder ein bisschen abwertend, aber so eine schwache Gruppe, weil schwache jetzt immer falscher Begriff dafür ist, aber das betrifft wirklich Kinder und Frauen. Also Gruppen, die eben bezogen auf Gewalt in allen Formen eher schützenswert sein, betrifft eben auch genau das. Das heißt, wenn ich jetzt eine Meldung mache und zu Minderjährigen, da haben Jugendliche, auch junge Erwachsene, dann ist, das heißt,
zuständigen Einrichtungen dann viel eher darauf aus, selbst dagegen zu tun. Ja. Und trotzdem ist es nicht nur einfach, das umzugehen. Strafrechtlich ist Cybermobbing definitiv strafbar und auch strafbarer für andere Mobbings. Aber das sehen wir dann gleich, warum. Weil das wird dann verständlich, wenn wir es uns umschauen und sagen, was passiert mit mir, wie laufen wir so, und was ist denn die Geschichte darunter? Und dann versteht man vielleicht da wirklich, also das ist ein gewaltiger Unterschied. Also wenn ich in der Schulklasse oder in irgendeiner Gruppe Mobbing ausübe gegenüber einem anderen, dann kann es mitunter eben auch Probleme geben. Wenn ich das Ganze dann aber ins Internet verlagere und zum anderen noch Sachen tue, dann ist es, was meine Strafe angeht, dementsprechend größer. Warum? Naja, weil der Schaden, den ich damit umrichte, dementsprechend aber auch größer ist. Und aus dem, in dem Fall, ist es wirklich so, dass die Strafe hängt wirklich vom Schaden. Okay. Jetzt, was ist noch einmal der Unterschied, oder was ist das Besondere drin? Wie haben wir schon gesagt, ungefähr ist es im Prinzip her das Gleiche. Also ich mache jemand anderes fertig, mit voller Absicht, und bediene mich halt der Mittel, die ich halt so zur Verfügung habe. Ja? Na klar, ab einem bestimmten Alter, heutzutage ist der Durchschnitt irgendwie Handy- und Internetzugang, so ab der zweiten Volksschule geht es schon los mit als Erstkommunion, Handy, dann noch 8, muss man halt dementsprechend ein bisschen leichter sein, und ab dem Zeitpunkt taucht das Phänomen Cybermobbing. Also kleine Kinder seien von Mobbing betroffen untereinander, aber nicht von Cybermobbing direkt. Weil, wenn man Zugang zu dem Ding kriegt, bei allen seinen Vorteilen, kann natürlich das auch passieren. Was Verlust privater Schutzräume. Das klingt jetzt wieder komisch, als brauche ich einen Schutzraum. Das heißt, ich kann mir jederzeit überall passieren, weil wenn ich das Handy mit habe und die Sachen sozusagen über Wände hoch und mitkriege, na logisch, alles ständig dabei und das kann rund um die Uhr passieren. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, kannst du gleich ausschalten, dann hört das ja auch. Okay? Ja, brauchst du gleich aussteigen aus allen Plattformen und so weiter. Stell dir eigentlich mal vor, jemand sagt zu na, du wirst belästigt und fertig gemacht, brauchst du gleich das Handy wegnehmen. Brauchst du gleich kein WhatsApp mehr benutzen, brauchst du gleich nicht mehr eine E-Mail benutzen. Da kennt man sich vor, wenn man Steinzeit. Ja? Logisch, Handynummer wechseln. Kann man halt machen. Wenn es bei manchen Versuche dann starten, dann wechselt die Schulklasse, oder wechselt die Schulen, oder wechselt die Arbeit, und so weiter und so fort. In den massivsten Formen, also wenn es richtig extrem wäre, haltet das Phänomen nicht auf. Wenn wir noch ein paar Beispiele sagen, die haben es halt eher bei, mit Anführungszeichen, eher harmloseren Beispielen gesagt, wenn es eigentlich interessiert und im Netz einmal wirklich allein 2 Minuten googeln, die ganze Liste von jungen Menschen oder auch Erwachsenen, die dann extremere Schritte unternommen haben, weil sie das haben müssen. Ja, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen. Kann man sich eh schon aus dem Mund wissen. Ich sage, das ist sportunabhängig, also das heißt, das kann man überall treffen. Der Vorteil haben wir ja oben, weil wir die Geräte und die Kommunikationsformen nutzen, deswegen nutzen wir sie ja, dass ich überall auf alles zugreifen kann und ich muss nicht gleich holen am Schreibtisch meine Sachen haben. Wir haben das mobile Büro in der Hosentasche, coole Geschichte, super, kann jederzeit auch zuschauen. Ja? Und dementsprechend aber bin ich aber auch unfällig für die Sachen jederzeit zu tun. Verlust von Daten, das heißt, wir haben irgendwann auch keine Kontrolle mehr darüber, was damit passiert. Nicht gleich die Sachen, die ich eingestellt. Das ist leider auch noch mitunter der häufigste Grund, warum das alles was verwendet werden kann, damit das kann passieren. Ich habe keine Ahnung, wenn irgendein Foto in die Tour, wie jemand anders mir das gegenüber tut, irgendein verzerrt, bearbeitetes Bild, das mich da verarschen will oder was auch immer, das kriege ich fast nicht mehr weg. Und das ist eben das Problem. Das heißt, es geht extrem schnell. Manchmal passiert es einfach so, in ganz wenigen Fällen, dass es dann so unmittelbar vertreibt. Das, was es eigentlich am meisten ausmacht, ist unüberschaubares Größe vom Publikum. Das bleibt vergleichbar, wenn ich jetzt sage, okay, das wären jetzt da knapp 20 und plus minus Leute vor mir jetzt im Raum hucken.
Dann ist das, wenn ich jetzt da irgendein Blödsinn sage, oder keine Ahnung, irgendein Kabel drüber steckt, was ich hoffe, dass nicht passiert, dann wird es mal 2 Minuten, wo wir gelacht werden. Sofern ich da auf die Nose google, würde ich vielleicht sogar mitlachen. Und dann war es bei der Geschichte. Es hat es dann wieder ausgetragen und vielleicht erzählen, na, der Patsch hat scheint niedergekugelt, haha, lacht dann. Okay. Schon mal etwas anderes, wenn ich jetzt überlege und sage, ah, wir haben über Drogen, das ist über Zoom. Und jetzt so ich einfach mal ausnahme, ohne dass ich genau weiß, wie viel zuschauen. Aber angenommen, es schaut jetzt 1 Million Leute zu. Schätze mal nicht, aber könnte ja sein. Ist es für mich gleich? Also gleich auf die Schnauze wehtun, hat es gleich. Was ist der Unterschied? Naja, wenn es mir peinlich ist, vorrang auf die Schnauze zu kugeln, okay, kann ich damit leben. Wenn das aber die halbe Welt gesehen hat, ist es was anderes. Und genau um das geht. Das, was ich erlebe, ist vom Prinzip, egal ob bei Mobbing oder bei Cybermobbing, kann genau das Gleiche sein. Die Tatsache, dass das über erstens mal jeder ganz viele mitkriegen, macht was anderes. Deswegen macht es viel extremer für mich. Was dazugekommen. Auf der anderen Seite, warum wird das allemal mehr zum Phänomen? Ja, weil es viel einfacher ist. Ja, irgendwo etwas drunter schreiben und, oder regelmäßig oder in irgendwelchen Gruppen schreiben, jemand fertig machen, das fällt mir leichter, wenn ich dann nicht vor mir habe. Ja, jetzt kann man sagen, ja, ist eher ein bisschen die feige Art und Weise, mag sein. Ja, das Spannende ist, ohne dass das jetzt den Frauen was sein soll. Also wenn es um körperliche Gewalt geht, ist es statistisch so, dass wirklich ein absolut großer oder große Mehrheit, wenn nicht um fast schon 90% und mehr, eher Männer die Täter sind. Das ist auch eine Form von Gewalt. Aber alles, was Formen von Gewalt ist, wo es eben nicht so lange um das Körperliche geht, holen die Frauen ganz stark auf. Warum? Weil es natürlich ja für die Frauen immer Kraft haben. Auch allein die Finger, die dann die Kraft sozusagen auf die Tasten ausüben und die können das dann schon auch erreichen. So heißt, im Verhältnis zu anderen Formen von Gewalt ist es da praktisch ausgeglichen. Das gleiche gilt auch für die Stalking-Geschichte und so. Also da ist es schon ein Phänomen, weil da muss ich nicht was investieren, es fällt noch leichter für alle. Und dann aber auch noch, das heißt, es fallen bestimmte Sachen weg, die von mir gefordert sein, damit ich das überhaupt durchsetze. Ja? Beispiel, wenn ich jetzt als Mobber versuche, das werden wir dann gleich sehen, also ein paar auf meine Seite zu kriegen und auch immer gegen andere vor, dann muss ich einfach bestimmte Eigenschaften haben. Das heißt, entweder ich muss brutal gefährlich wirken oder ich muss einfach ordentlich auftreten und darf nicht schüchterne Meißel sein. Dann wäre ich eher Opfer, als wird, dass ich Täter bin. Hinterm PC und hinterm Handy dann sind wir dann alle relativ schnell stark. Ja. Da auch wieder bitte nicht falsch verstehen, das werden wir dann auch nochmal umschneiden. Seine Meinung zu äußern, seine Sache für sich selber einzustehen, für die Vorstellung, die man hat, ist eine gute Eigenschaft. Ja? Es kommt dann leider auf die Methoden und auf die Mittel an. Das heißt, wenn ich meine Meinung äußere oder das einstelle, was mir wichtig ist, dann ist es nicht leicht in Ordnung, ist es absolut gut. Wenn ich mir dann aber Methoden verwende, die dann wieder selber ein Problem sind, das heißt, nur von Leitklammern zu beleidigen oder zu bedrohen und so weiter, dann habe ich selbst Probleme, nicht der Inhalt, den ich transportieren kann. Das Gleiche gilt da. Ja, manche das einfach in einer Art und Weise benutzen, wo es eigentlich um die eigenen Sachen geht und nicht um die Sache mitgehen. Ich kann mich verstecken, ich kann scheinbar mir eine andere Identität geben. Da möchte ich einen Raum werfen, ganz, ganz kurz, für alle, die das nicht so klar präsent haben. Sobald ich im Internet unterwegs bin, egal ob das übers Handy ist, Tablet, PC, Laptop, was auch immer, die Internet als Kommunikationsform nutze, egal welche App, egal welche Plattform, bin ich nicht anonym. Es kann ohne weiteres innerhalb kürzester Zeit wieder hergeholt werden, wäre sich von wo aus der gesamte Inhalt. Also wenn ich jetzt normal telefoniere, dann erscheint zwar, weil ich mich ja über die Telefongesellschaft verbunden habe, auf, wenn ich mit wem wir telefoniert haben. Aber nicht, was man gesagt hat. Weil wird nicht aufgenommen, außer jemand schneidet es mit. Wenn ich das Ganze aber über das Internet mache,
Dann hat das automatisch alles festgehalten. Nicht von uns, nicht von meinem Gesprächspartner, Partnerin, sondern von der Firma, von der Einrichtung, die mir den Zugang ermöglicht. Das ist gesetzlich so gemacht, zu unserem Schutz. Jetzt im Normalfall greift kein Mensch auf die Daten zu, weil das sehen sie damit. Und es interessiert eigentlich auch die wenigsten. Ja, also rede ich dann darum, damit machen Daten gern, aber auf das dürfen sie nicht zugreifen. Was aber das Gute dabei ist, wenn wir schon so ein bisschen mitgeschnitten werden, wenn wir so wollen, aber der ganze Datenfluss wird mitgeschnitten. Das heißt, wenn wir dann nachher her und bei uns die Tipps, darf ich mir auch nicht den Stress machen, kann es, wenn ihr das vorfällt, aber alles wieder herholen. Und das ist irgendwo der Vorteil. Das heißt, ich muss nichts zwangsläufig beweisen, sondern es ist eben alles nachweisbar. Das ist etwas, was die da, die das Cybermobbing betreiben, oft ein bisschen unterschätzen, dass die Sachen auf gut Deutsch schriftlich sein. Das sind wie wenn ich sie festfallen, wie wenn sie auf Video aufnehmen. Man hat nicht die Daten in der Hand. Wenn das in der Klasse passiert, weil kein Lehrer dabei ist, dann muss ich Glück, wenn ich Glück habe, nachher getrauen sich andere zu sagen, ja, das ist passiert oder auch nicht, aber ja, ich habe keine Daten. Wegen der Wertschicht eben schon. Und das, was wir schon gesagt haben, vermeintlich Anonymität macht folgt, also es folgt mir leichter, das zu tun. Ja? Und was grundsätzlich ein Thema ist, bei alle Mobbing, Cybermobbing oder was auch immer, das was ganz oft fehlt für die Leute, die das ausüben ist, wir schaffen es nicht mehr, sich vorzustellen, wie das noch derjenige ist, der das erfahren muss. Und wenn ich es selber nicht schaffe, na logisch fällt es mir leichter, das zu tun. Das heißt, deswegen, wo man am ehesten umsetzen kann, ist nicht, sich die Welt rosa zu erzählen und alles ist gut und alles einmal lieb und brav und nett, sondern diejenigen, die vielleicht so was dir oder dir kannten, dort gleich im Moment einmal darüber nachdenken, was glaubst du, wie ist denn das, wenn du das erfahren willst? Wie ist denn das für die andere Person? Und nochmal, es geht nicht darum zu sagen, ja, ich muss still sein, ich darf nichts sagen, ich darf mir nicht wehren, ich darf einen anderen nicht so. Es geht nicht darum zu sagen. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist gesagt, ein harmloses Beispiel, für die betroffene Person vielleicht nicht einmal so harmlos. Sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, stinknormales Ferienfoto, nichts Peinliches, nichts Problematisches, oder? Wenn du jetzt leider das Bild in der Mitte umschaust, jetzt da sieht man es vielleicht nicht ganz gut. Die junge Dame ist ein 17-jähriges Mädchen gewesen, also benutzt das, weil das viele deutsche Einrichtungen als Beispiel hier nehmen noch. Kurze Hose nun, hier ins Leibele, nichts Peinliches, hängt nichts aus, nichts sieht man, wenn man sagen kann, vielleicht schwierig, stinkt normales Foto. Was ist aber passiert? Dass manche das hergenommen haben, die sechs, das haben sie dann zusammengeschnitten, über die herzuziehen. Ja, so nach dem Motto, da schaut die fett aus. Und das geht dann in Richtung eben wirklich so, haha, witzig, ne? Die Meerschwein, die fette Seekuh. So im ersten Moment klingt es ja ganz witzig. Ja, so spricht es so. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich gut mit der befreundet bin und so als Witzel mal so, haha, wo man versteht, dass es nicht böse gemeint ist oder vielleicht so eine Stichelei. Das ist meine Geschichte. Wenn ich es auch mit Absicht mache und das dann in mehrere Hunderte, egal wo ich das dann mache, und das so macht, dass ich den versuche, fertig zu machen, dann sind wir schon im Mobbing. Und das über einen längeren Zeitraum. Und was einmal mal passiert ist, ist sehr grenzwertig. Ist nicht dabei? Ja, ich darf niemanden beleidigen, nicht fertig machen, nicht verarschen und so weiter und der Form. Aber wenn es dann öfter ist, ist es wirklich ein Problem. Gott sei Dank, was die junge Dame nicht getan hat, was viele andere Leute schon getan haben, sie hat sich zur Wehr gesetzt. Er hat es geschafft, sich Hilfe zu holen, sich einen Verein zu wenden, der das dann auch ein bisschen so aufgezogen hat. Und dementsprechend hat man dann aber auch bis dahin gekämpft. Das heißt aber nicht, dass die unter der Geschichte dann glitten. Oder nicht glitten. Nachher ist es trotzdem schwierig. Das ist noch ein großes Problem, das man bis jetzt nicht gesagt hat. Wenn mir das im Internet so passiert, glaubst du es, dass das dann zusammen drinnen stehen bleibt? Oder hält mich das vielleicht irgendwo an, wenn ich nächsten Tag durch den Dorf spaziere, wenn wir jetzt in zwei Realitäten annehmen oder durch die Stadt oder wo auch immer ich her bin, wenn ich zusammen nachher bin, das ist irgendwann in
auf irgendeinem Chat oder irgendeiner Plattform passiert, glaubst du, es bleibt dann zu einem stehen? Oder wenn ich das nächste Mal in die Schule oder in die Arbeit gehe, dann hole ich es mir hin. Eben schon. Das heißt, das ist nicht voneinander getrennt. Ah, virtuelle Realität und das echte Leben, schön war es, wenn es in der Hinsicht getrennt war, das ist alles uns. Das hängt zusammen, das ist zusammen. Und wenn man zusammen etwas passiert, dann bleibt es nicht stehen, das kriegen wir alle mit. Umgekehrt, bei der Mobbing-Geschichte ist es so gewesen, wie lange das Internet noch nicht war, weil Mobbing hat es vom Begriff her vielleicht nicht allem gegeben, aber das Phänomen selber hat es allem schon gegeben. Ja, man hat es halt nicht so gehasen, aber es hat es allem schon gegeben. Was nicht heißt, dass es okay ist, aber es hat es allem schon gegeben. Wenn es euch vorstellt, in der Schulklasse passiert mir das. Und zu meiner Seite, ich bin, also jetzt örtlich, wo wir noch in Lana sein, hat in der Volksschule da immer nicht nochmal Schule gegangen, ist auch wieder mal was gewesen. Nichts Tolles macht man ziemlich fertig, aber da ist ein anderer Unterschied. Ich kann das mit denen nicht ausmachen, man kann sich wieder vertrauen nach einer gewissen Zeit. Logisch leide ich drunter. Aber es kann vielleicht, es ist, wie wenn man sagt, okay, das ist ein bisschen eingeschränkt. Wenn es im Netz durch ist, das überhaupt nicht mehr eingeschränkt. Das ist überall. Das kann überall hinkommen. Ja, man wechselt in die Schule, ich muss von der Volksschule auf die Mittelschule, von der Mittelschule auf die Oberschule, oder ich arbeite, und dann soll man lachen zusammen, die zu anderen Kollegen sagen, ah, das ist der, der was den Vater geschickt hat, zum Beispiel. Das heißt, das eine hat noch, das von mir ist halt nie. Ganz, ganz wichtig, da steht eine Überschrift. Mobbing, auf den ersten Blick, ist meistens so, okay, ich bin das Opfer, und wir sind das Opfer, je nachdem, und dann gibt es einen oder mehrere, die mir gegenüber stehen. So. Im einfachsten Fall ist, ich bin einer gegen einen, oder einer muss es erfahren und der andere ist der, der es tut. Das stimmt nicht. Das heißt, wenn wir jetzt so mal hinschauen, in den Kreis drinnen, auf der linken Seite, und da steht das Opfer, da ist ein Täter, der oder die Mobber, plus noch ein bisschen mithelfen. Das kann sein, dass der nicht dabei sein, oder dass es den noch gibt, oder dass es einer ist und der andere. So kriegt man das Phänomen mit und sagt, ah ja, okay, das ist Schuld von dem Mann und nachher geht es so weiter. Das Phänomen selber hat aber allen irgendwas im Hintergrund. Stellt euch mal vor, also vom Prozentsatz her ungefähr zwischen 7 und 10 Prozent sein Opfer. Was das Wort fragt man grundsätzlich nicht, weil es schließt einem so mit ein, dass man nie nichts mehr tun kann. Aber in dem Kontext ist es wirklich Teil vom Problem. Ja, aber die Idee ist erfahren muss. Ungefähr 10 bis 12 Prozent sind die, die das hören. Das wäre gut im Rechnen. 8, 10 plus 12 sind 20 Prozent plus minus. Ich bin recht. Gut recht. Tragt der Rest weg, hilft das mit, tut es aber jetzt, wenn nicht wahr. Ja, das schauen wir uns mal an. Also es gibt einen gräsern Teil, der irgendwo indirekt beteiligt ist. Nicht falsch verstehen. Die haben nicht Schuld, dass etwas passiert. Weil im Grunde, in dem gibt es niemandes Recht, das mir gegenüber zu tun. Aber was schon der Fall ist, alle, die davon beteiligt sind, ermöglichen es ein Stück weit, nur seinen, so sich zu verhalten. Also sprich, wenn wir jetzt ein Beispiel Schule hernehmen, da gibt es unten Lehrer, Direktion, Schulen und so weiter, denen es entweder mitkriegt oder nicht mitkriegt, die eigentlich mehr sind, nicht das dienen, oder was auch immer. Es kann aber auch jede andere Einrichtung sein, oder Arbeitgeber oder was auch immer. Ja, die nur beteiligt sein. Nochmal, es geht nicht um Schuld, sondern es geht leider um wer hat welchen Unter. Dann gibt es die, die irgendwo versucht, ein bisschen was zu tun, aber so zwischen die Stiere sein, weil sie kannten ja von der Stelle da, ne, die haben so ein bisschen die Waffen in der Hand, wir müssen eigentlich ein bisschen dagegen vorgehen, verteidigen. Gleichzeitig ist aber die Gefahr, dass sie, deswegen haben sie eine Seite gehabt, von da herkommen. Also die meisten hatten so, ja, hast nicht gewählt, etwas garantieren dagegen, wenn du es gegen hast. Also eigentlich so spontan, die meisten, ja, hatte ich schon gewählt. Aber, ja, aber habe ich nie sauer gekriegt. Ja, Leitungsverständnis, das ist oft was so in der Vorstellung, war auch echt wirklich passiert, weil wenn ich mich noch zwischenstellen mache, kann ich sauer kriegen. Dann gibt es den Hintergrund, und das ist jetzt äußere eine persönliche Meinung, das ist für mich die Rolle, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Weil das sind die sprichwörtlich wirklich zu feig sein, selber etwas zu tun.
gleichzeitig aber nicht gleich sagen, ah, ich habe nichts mitgekriegt, sondern den von hinten her noch umtreiben und schieren. Ja, also den nicht sagen, okay, ich habe zwar vielleicht so ein bisschen eine komische Vorstellung von wie man mit anderen umgeht und wie verhalte mich dem gegenüber. Und dann gibt es den, die nicht noch gleich wegschauen oder sagen, ah, irgendwie halte ich mich raus, sondern den, die dahinter noch lachen oder richtig das noch umschieren, weiter teilen und so weiter. Habe ich doch nicht falsch verstehen, da rutscht man ja relativ schnell hin. Weil logisch, wenn nur etwas passiert, der eine verhält sich schlecht dem anderen gegenüber, dann ist es ein Atem, dass ich mal mitlache oder finde, ah gut, der hat sich mehr oder was auch immer. Was man sich aber nicht im Klaren ist, welche Rolle man da aktiv dabei hat. So was, dann gibt es noch die Zuschauer. Jetzt, wenn ihr es euch vorstellt, nehmen wir eine Schulklasse her von 20 Schülern. Einer, der am Ober ist, einer ist das Opfer. Da gibt es die ganzen verschiedenen anderen Rollen, aber im Grunde sind die alle sozusagen außen vor. Jetzt, wo sein denn die meistens? Stellt es euch wirklich so, wenn jetzt die ganze andere Gruppe sich vor den vermeintlichen Opfer auf die Seite vom Opfer stellt, wer ist dann eher der draußen? Der Mob am Ober ist. Aber das ist das, was ganz, ganz selten passiert. Aus verschiedensten Gründen, die man auch verstehen kann und sagt, wer will selber zum Opfer werden. Vom Bild her muss man einfach weggehen von einer tut den anderen etwas und alle anderen sind nicht beteiligt. Und das ist ganz, ganz wichtig, aber auch im Sinne von, wenn wir dann noch reden werden, okay, vom Cybermobbing, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und zusammen drin fällt nur einen hin, den anderen fertig zu machen. Oder lieber andere. Jetzt ist noch so eine WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, wie es eigentlich geht, aber ich bin in keiner Gruppe drin, wo auch ich nur nicht drin bin. Machen wir uns ein bisschen eine Gruppe. Jetzt habe ich einen Haufen andere Mitglieder drinnen, die alle nichts tun, weil sie sagen, nein, das tut man nicht. So redet man und schreibt man nicht. Und jetzt ist es aber zum Beispiel bei der Gesamtgeschichte strafrechtlich so, dass jeder, der in so einer Gruppe drinnen ist, automatisch, weil er Mitglied ist, einverstanden ist mit dem, was darin passiert. Jetzt haben sie meistens so, Moment mal, aber eigentlich hier, was tue? Nein. Die andere Frage ist, ja, aber die Administratoren, die Verwalter von solchen Gruppen, die sind sein verantwortlich, ich bin ja leider Mitglied. Nein, sobald ich da dabei bin, stehe ich automatisch zu der geteilten Meinung da drin, auch wenn es nicht in Ordnung ist. Mag jetzt komisch klingen, aber das ist so. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann praktisch sagen, okay, das passt mir nicht, ich kann mich äußern, ich kann mich angrenzen, im extremsten Fall muss ich auch aussteigen, aber ich bin gefordert und zu sagen, nein, das finde ich nicht okay. Also sonst sind wir wieder dran. Wir schauen weg, wir tun nichts. Ja. Bitte, in den allermeisten Fällen passiert es ja nicht so extrem, dass es danach strafrechtlich weitergeht und so weiter. Aber das ist wichtig zu wissen. Das heißt, ihr habt auch eine gewisse Verantwortung, die übernehmen muss. Ich bin nicht schuld, dass es passiert. Aber ich trage mit der Verantwortung auch vielleicht ein bisschen etwas dagegen zu tun. Okay? Jetzt schauen wir uns das vor tun, und zwar, wie schaut es jetzt bei Cybermobbing aus? Bei 6 hat es mir einfach gemacht, das gleiche Bild hergenommen. Es gibt gleich nur einen kleinen Unterschied. Okay? Merkt es einen Unterschied? Also, weil ich das zusammengestellt habe, ist mir komisch, wie ich kann, die ganzen Augen zu sehen. Und genau das ist es. Das heißt, das Prinzip, also, ich sage, es gibt ein bisschen einen Unterschied, aber vom Prinzip her wird das alles mitunter ins Internet verloren. Und jetzt kriegen es nicht mehr Leute, zwei Hansen mit, die da irgendwie beteiligt sind und so weiter. Das kriegen jetzt alle mit. Und dann steigt schon mal die Vorstellung, ja, jetzt kann ich nicht mehr aus dem Haus gehen, wenn ich das alle gesehen habe. Aber alle mitgekriegt haben. Das haben wir die alle für eine Meinung gemacht. Das macht es dann aus. Das verstärkt alles, was ich sonst angespielt habe, aber das ich erlebe. Auch noch mal mehr. Ja. Also, schauen wir jetzt mal nun, sofern nicht irgendein Strom gleich schon da sein, geschoppelt bin ich nicht geworden, aber vielleicht noch zu Fuß, wenn das kommt. Ja, also was kann denn mit mir passieren? Also, da steht zwar Folgen drauf, aber sei mal vorsichtig, so mögliche Folgen. Weil es nicht so ist, dass jeder, der Mobbing erfährt oder Cybermobbing, dann die ganze Palette erfahren muss. Also das ist einfach halt möglich. Jetzt weiß ich, dass man sagt, ja, aber passieren kann heutzutage. Okay. Aber das sind schon Sachen, die sehr eng damit zusammenhängen.
körperlich, wie tat sich das? Und nochmal, geil, nicht leid Kinder, Jugendliche, junge Leute, auch ältere Leute, ja, auch Erwachsene. Wenn ich solche Sachen erfahre, erleben die unter die gleichen Reaktionen auch körperlich. Okay. Wurden mehr Verdauungsprobleme. Also wirklich das Schlagmacht, sprichwörtlich auf den Mund. Kann man schlafen. Ich erhole mich aber nicht mehr. Also sprich, das merkt man dann oft, wenn man krank ist, ich erhole mich nicht mehr. Weil mein Körper, mein Immunsystem, meine Abwehr total geschwächt ist. Also, ich bin dann anfälliger für alle möglichen Krankheiten. So heißt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ein bisschen komisch drum. Das heißt, wenn ich sowas davor, also wenn ich da zum Beispiel am Arbeitsplatz ständig fertig gemacht werde, so unterschwellig, weil die meisten machen das nicht ganz offen. Also in wenigsten Fällen gehe ich zur Arbeit hin und überfällt mich einer und schlägt mich her. Ja. War oft leichter damit umzugehen, ist viel komisch, aber ist wirklich so. Ja, also alles, was ich so mitkriege, so mitgibt, das macht den Bauch weh. So nicht, dass halt immer noch lang wäre und immer noch geschmiert kriege. Kann ich mich vielleicht wehren, aber ich kann anders damit umgehen. Den fahren wir noch so ganz so unterschwellig, so hinten rum. Und das ist das, wo ich mir denke, wir stehen auf Frisch und auch Arbeit, Bauchweh, Kopfweh. Das sind nachher krankheitsmäßig ständig Krankenstand. Es passieren aber auch viel mehr Sachen. Jetzt wenn wir eher so arbeiten, die eher körperlich sein, handwerklich, durch die Leute solche Sachen nach vorne müssen. Die Gefahr, dass man sich wehrt und verletzt, ist vieles größer. Das ist ganz einfach, weil wenn ich 1000 Sachen im Kopf habe, alles andere als auf die Arbeit zu schauen, dann passiert eher mal nicht. Weil ich einfach ständig aktiviert bin wegen dieser. Kann mich nicht konzentrieren, dann passiert ein Unfall. Und das gleiche ist mit der Schule. Dann fahren wir mit der Leistung rein, in den Längsnehmer und bei der Prüfung, weil in der Schule. Dann kann ich eins, dann habe ich gelernt, dann habe ich wirklich bemüht. Wir kommen in die Schule, weil aber rundum das Ganze läuft, nicht die Prüfung selber, das ist mein Problem. Ich schaffe es dann oft, den Test nicht gut zu sein, weil es in der Schule passiert. Ganz eine witzige Geschichte. Das Mobbing-Phänomen während der ganzen Corona-Lockdown und die ganze Zeit. Mobbing selber ist ja logisch zurückgegangen, weil ja viel weniger Möglichkeit gewesen ist, zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Cybermobbing-Gefahr viel größer, weil man die ganzen Aktivitäten auch in die Richtung verloren hat. Ja, das ist leider eben so ein bisschen also zu sehen. Also das war jetzt das Körperliche. Jetzt geht es ja noch weiter. Jetzt steht auch Persönlichkeitskompetenzen werden, ja, das ist sogar falsch geschrieben, Entschuldigung, werden reduziert. Klingt ganz komisch, jetzt stellt mir leider das vor. Das heißt, emotionale Stabilität. Wir haben schon uns geredet. Ich werde es leider so ständig traurig sein. Und Ei und Ei. Ich bin immer belastbar. Kaum sagt man noch mehr. Nicht im Rahmen von Mobbing, sondern auch sonst etwas. Ich bin total fertig und aufgelöst. Ich bin aber auch nicht mehr widerstandsfähig. Ich hebe nichts mehr. Ja? Und stell dir einfach mal vor, wenn es mal, das kommt ja nicht leider bei Mobbing vor. Schlimmste Beispiele sein, naja, wenn im Umfeld einmal irgendwas Schlimmes passiert, ja, ich löse das nicht aus, aber mal angenommen, es ist ein Todesfall. Ich bin momentan total in Traurigkeit drin und so weiter. Aber ich bin zum Beispiel so, dass ich Sachen habe, aber meine Schmalz gleich mal zu viel. Das betrifft das Imagen. Ja. Ich habe noch immer die dicke Haut, wenn mir einer auf gut Deutsch über längere Zeit sozusagen die dicke Haut, die Elefantenhaut weggeschoben hat, dann auch, dass das über lange Zeit gegangen ist, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann hebe ich die Sachen nicht mehr. Dann geht das eben einfach alle an. Bei Kindern redet man allem so, okay, also zum Anfang, wenn sie geboren werden und dann mit Jahren noch, dann haben wir eigentlich so eine Art Urvertrauen. Das heißt, ohne dass ich quasi überlegen muss, ich habe ein Vertrauen darin, dass das um und mir herum mir eigentlich nicht bass gesinnt ist oder so, alles eine potenzielle Gefahr ist. Ja, also wir sind jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, die Gazelle im
Ja, dann, keine Ahnung, ein bisschen zentral in Afrika, der da ständig muss aufpassen, weil hinter jedem Großheimler kann ja dann die Gefahr rücken. Ja? Der Seil hat das Gefühl von uns und innen, aber halt weiß, wenn ich nicht aufpasst, bin ich weg. Ja, weil zum nächsten Essen. Bei uns ist das eher nicht so. Zumindest in für die Leute, die das Glück haben, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo sie grundsätzlich dieses Urvertrauen haben. Durch dieses Verhalten, und vor allem bei Cybermobbing, wo das ja ständig mit haben, das hat ja ein Grundschutz, mein Kinderzimmer, mein Jugendzimmer, mein Hirn, ist kein geschützter Raum mehr, wenn ich das ständig mit dem Gerät inhalten kann. Ich habe mir praktisch ja die Gefahr mit inne. Das ist so die absurde Geschichte. Und das geht klar. Und das ist praktisch, wenn ich so die Angst, die ich eigentlich auf etwas Konkretes habe, das kann ja ständig passieren. Das Absurdeste, was man tun kann, aber dann so passiert ist, ich erfahre etwas, für das ich eigentlich nichts dafür kann, aber zweifeln tue ich nicht an der Gesundheit für die anderen, die das tun, oder die das tun, ich zweifle an mich. Gibt es jetzt, ohne dass ich jetzt ein Ding ausgehen will, so ein bisschen ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Manche kennen Sie schon, zumindest nicht da sie. Gibt es ein bisschen einen Unterschied. Frauen, und bitte ganz vorsichtig gesagt, Frauen tendieren, also neigen eher dazu, wenn es ein Problem gibt, im Tal ein bisschen bei sich zu suchen. Die Mann doch den eher so, na, das schon anders. Möchten wir schon, Klassiker, wenn irgendetwas schlecht geht, der Lehrer schuld. Ja? Die gibt's schon, nochmal, das trifft natürlich nicht auf alle und allen zu, aber die Madler neigen eher zu sagen, ah, nicht wenig lernen. Wenn ich mein beides zusammenkomme, der Lehrer schuld und dir nicht lernen. Aber allein um zu verstehen. Und wenn da natürlich so Sachen zusammenkommen, ich selbst Sachen nach vorne muss, nach Fragen ist schon, ja. Ah, was habe ich denn getan, dass man das mir gegeben tut? Da kann ich schon mal ins Zweifel sagen, da bin ich wirklich so schlimm und schlecht. Ich weiß nicht, dass ich es glauben muss, aber schon leider Zweifel selber macht was mit mir. Bin ich andere als andere, als ich bin sicher, bin ich da drauf. Das ist dann die extreme Variante, wenn ich gar nicht mehr rauskomme. Ja? Also Autoaggressionen heißt nichts anderes, wie ich tue Sachen, die von außen betrachtet, also ich schade mir selber. Die bekanntesten Sachen sein, wenn ich mir Hilfe zufüge oder ich mache Trennungen. Die gesellschaftlich anerkannte Relation findet dann am vierten Mal statt, wo ich dann versuche ständig starke Sachen zu trinken. Nicht, weil es so witzig ist mit anderen, sondern weil ich irgendwas damit versuche umzugehen. In alle Richtungen, also alle extremen Formen von sich selber schaden zu tun. Bis hin eben auch so, nein, das packe ich nicht mehr, wenn man sie aussagt. Aber nicht in einer gesunden Version, dass ich noch Möglichkeiten suche, wie das es aufhört, sondern sonst, was ich tue, ich ziehe sprichwörtlich in Stecker und so, das geht. Das ist das, was ich erst gesagt habe, das ist zwar nicht das tollste Thema, aber das ist das, was ganz, ganz häufig passiert. Und vor allem, wenn es um Jugendliche geht, ist das natürlich der Schock Nummer 1. Ja, es gibt ständig unzählige Beispiele, wo das passiert ist. Kann man sich so von außen nicht vorstellen, weil man sich wahrscheinlich, was man versenkt hat, mir geht es halt oft, so wenn ich es so, also nicht meiner beruflichen Sicht mache, sondern so als ja, Nicht-Psycho, mal überlegen, so, ja, wir können sich das Leben nehmen, weil das passiert ist. Verstehe ich schon. Aber versucht einfach mal eine Sache jetzt vorzustellen. Ich hoffe, dass niemand sowas erlebt hat. Machen wir mal ein kurzes Beispiel oder ein Gedankenexperiment. Stellt euch, egal welche, eine Situation vor, die es erlebt habt, egal was, irgendeine, in der es volle keine Angst gehabt habt. Egal was. Ja, ob es jetzt um die Kinder gegangen ist oder wenn ich selber Jugendlich bin, ob es passiert ist oder sonst was. Ja, mir ist ja gestern so eine Situation passiert. Angegangen mit dem Sportbierchen, Geld auch gehabt. Aber in der Arbeit unten angewählt, praktisch das Geld von einer Bank und auf die nächste Insolven gehen. Wir sind am Mittagessen gegangen, praktisch von meiner Arbeit, mit dem Boot zu unten. Da haust die raus, aber wirklich, das Haus daneben hin, essen dann.
Druck war, welcher der Reaktor war, und dann ist er also reingesteckt gehabt. Also mit Bargeld können wir so nicht weiß, wie viel er nicht gesucht hat. Jetzt gucken wir das aus. Jetzt hat er es mitgekriegt. Und geht zur Kasse rein, und hat gezahlt, und wenn gehen, und dann wollte ich auf die Bank gehen. Und gleich habe ich gemerkt, schon im Lokal drinnen, passt mir nicht. Oh, dann machen wir. Schnell zurück zum Tisch und schaut von drinnen. Dumm. Panik. Angst. Mein Vater gewesen, ich auf den falschen Tisch gestellt, vor lauter, dass ich Panik war. Also, es war der Tisch davor, nicht der Fan, der mal gucken sein. Und der Verdammt, alles gut ausgegangen. Aber in dem einen Moment, Angst. Wenn es kurz nachdenkt, jetzt, ich hoffe, es sind in Situationen, die mir passieren, nicht in jedem, aber irgendeine Situation, wo ich volle Angst gehabt habe. Und mit allem, was dann verbunden ist, von mir steigt das Haar sauer, mir schlägt das Herz, ja, egal ob ich jetzt auf der Autobahn oder Lastwagen herkomme, egal was es ist, es stellt sich eigentlich mal den Zustand über Monate vor. Allem wieder. Und dann nur noch sagt, oh, ich kann mir nicht vorstellen, das ist krass, was mit mir macht. Das macht die Sprichwörter komplett fertig. Ja? Das, was noch davor kommt, bevor ich mir selber gesund war, möchte ich mir rächen und so weiter und so fort. Das hat dann damit zu tun, dass manche, damit sie mit dem eigenen umgehen können, selber das umwenden, bei anderen dann wieder. Also ich werde vom Opfer zum Täter, das passiert ganz, ganz oft. Was mit mir selber zu tun hat, so nach dem Motto, was will ich denn, damit es mir besser geht, ja, ich mache andere Töchter. Ja, das, was der erste vielleicht bei mir getan hat, mache ich dann mit dem nächsten und so. Was dann noch passiert ist, es geht automatisch zum Rückzug. Wenn ich Cybermobbing erfahre, dann ist ja die ganze Welt gefühlt gegen mich. Oder wir kriegen das alle mit. Automatisch ziehe ich mich zurück, bleibe dann warm, mache keine Sachen mehr. Ich tue nichts mehr, das was ich davor mit mir. Nochmal, nicht alles geht auf jeden zu, aber so im Allgemeinen ziehe ich mich einfach zurück. Wenn all die Welt gefährlich ist, bleibe ich bis dahin, dann passiert mir nie nichts. Wenn es in Schulen geht, nicht jede Form von Schulverweigerung, wo jemand nicht schafft hinzugehen, nicht automatisch vor dem Mobbing. Ich bin nicht eins zu eins sozusagen, ein Kind, das nicht studieren will oder ein Jugendlicher, dann ist automatisch der oder derjenige, hat Mobbing erfahren. Gott sei Dank, nein, es gibt genug andere Gründe, warum es halt passieren kann, dass man nicht mehr hingehen will, aber einer davon kann auch das sein. Schwierigkeiten in Gruppen, die mit der Sache nichts zu tun haben. Also wenn ich mir das nicht mehr zutraue, wenn ich in einer Gruppe mit Leuten oder egal, also auch mit Leuten, wo ich vielleicht zu sicher sein soll. Es kann sein, man geht mit einer bekannten Familie, wo auch Kinder sein, wo man sich normalerweise wieder gut zurechtkommt, dann schaffe ich es nicht mehr. Warum? Wenn alle potenzielle Täter sein, dann soll ich mich hinlassen. Und auch, wie gesagt, langfristig Gesundheit, Wohlbefinden, da was ich aus mir machen kann, das schränkt meine Sichtweise, meine Vorstellung total ein. Dass ich da überhaupt irgendetwas Gewicht, weil wenn alle so sein, Fehler ist natürlich, oder Denkfehler ist schon, dass ich von der einen Geschichte dann das auf mein weiteres Leben, auf jeden anderen übertrage, was ja nicht real ist. Aber das ist noch aus den Gefühlen aus, aus der Unsicherheit, und dann passiert das. Keine Angst, das ist Story hängen, aber das ist leid, dass man es mal gesehen hat. Lacht sich das nicht an hier. Das Interessante dabei ist, wir haben keine Fachgeschichten, aber genau im Moment, wo ich die Mobbing erfahre, passiert ganz, ganz viel auf hormoneller Ebene in meinem Kopf. Und im Prinzip ist es, wenn ich jetzt wirklich richtig Schmerz erfahre, weil ich mir keine Ahnung, den Hammer, volle Kanne auf die Hand haue, natürlich ist das Schmerzempfinden da. Im Gehirn aktiviert sich ja noch der Schmerz verarbeitet. Wenn ich Mobbing erfahre, das ist natürlich nicht gleich heftig in dem Moment, wie wenn ich auf den Hammer haue, aber im Hirn aktiviert sich genau das gleiche Zentrum. Es fühlt sich zwar anders tun, weil es ja nicht so ein Reiz von den Nerven da ist, aber im Hirn macht es das gleiche Zentrum aktiv. Nicht stark oder anders, aber im Prinzip. Also leider um zu sagen, Sachen, die so mir jemand so kann, also wenn ich es ständig so fertig mache, hat das einen gleichen Effekt, wie wenn ich mir den Hammer mache.
Man muss sich mal vorstellen. Also Worte können wirklich sprichwörtlich extrem verletzen. Gilt jetzt nicht gleich für Mobbing, gilt auch für Eltern unter uns. Bei den Kindern waren wieder leid so, das ist immer noch gut, aber so, das hat alles einen Effekt. Damit ich nicht so und so nicht. Nicht, dass es sein muss. Aber leid, dass man zustehen. Also bestimmte Verhaltensweisen haben halt nur für eine sozusagen Konsequenzen. Okay? Zuerst jetzt vielleicht jetzt zusammenfasst, leider ein paar Tipps. Da oben steht für Kinder und Jugendliche, aber eben auch für Erwachsene, egal ob man selber als Erwachsener betroffen ist oder ob es um die Kinder und die Jugendlichen geht. Und dann noch ganz zum Schluss haben wir auch noch die Möglichkeit, um ja wirklich ganz konkret zu sagen, ja, was ist, wenn es dann wirklich passiert? Da geht es jetzt einmal eher darum, auf was muss ich nie aufpassen? Einmal als Jugendlicher, sobald ich im Netz unterwegs bin, als Erwachsener. Nicht zu viel verraten. Auch nicht irgendwelche Geheimnisse oder sonst was, sondern Daten, die mich betreffen. Ganz oft bei Cybermobbing, wo man Dinge investieren, die Möglichkeit, viel mehr zu erreichen, weil sie ganz viele Informationen benutzen. So heißt, ganz oft ist passiert, ja, okay, jemand hat irgendwelche Fotos geteilt und danach ging ich auf deinen Account, man kenne dich da, kenne ich selbst, ich weiß, wo du wohnst, ich habe deine Telefonnummer, man schicke das noch auf WhatsApp und so. Es gibt ein eigenes Gefühl, es ist alles noch viel schlimmer und ich schmeckt gar nicht mehr raus. Das ist das, was ganz oft gewesen ist, wenn man jetzt so extreme Fälle im Internet sucht, dann kriegt man mit, dass die leider, sagen wir mal so, nur einen großen Fehler gemacht haben, ganz viele selber von sich zu viel preisgeben. Das heißt nicht, dass jeder dann irgendwelche komischen Fotos gemacht hat, Nummer geschickt hat, aber es ist tendenziell so, also je mehr ich preisgebe, umso mehr bin ich ungreifbar. Misstrauisch bleiben. Das ist leider heutzutage so, wenn ich irgendwann aus einer Community drin bin. Also sprich, wenn jetzt, nehmen wir mal die Jungs her, zocken, oder? Ich hätte sie mal online spielen, also nicht, ob das ist jetzt, aber die haben mehr oder weniger alle Jugendlichen, mehr oder weniger. Jetzt ist bei ganz vielen von den Spielen, macht es ja noch cooler und attraktiver, wenn ich da mit der ganzen Welt spielen kann. Cool davor sein. Die Gefahr auf der anderen Seite ist, ich kann da ja praktisch auf alles und jeden treffen. Und jetzt kann ich mit denen hin und her sprechen. Und jemand, der mit mir im Team ist und wir miteinander da spielen und gegenseitig irgendwelche Aufgaben erfüllen und so weiter, cool, der ist auf meiner Seite, den erlebe ich. Und wir sind ja Kollegen, ja? Sein Mannschaftskollegen. Es gibt man so das Gefühl, da kann man sich vertrauen. Wer weiß, wird das ganz oft von vielen ausgenutzt. Nicht gleich bei dem Thema, aber anders. Weil wenn ich Vertrauen habe, dann kriege ich eher Informationen. Das heißt, man, schick mal die Handynummer, können wir jetzt mal her, wenn man nicht sagt. Das passiert ganz mal so, weil ich das Gefühl habe, ja, logisch, schicke ich dir meine Handynummer, weil ich vertraue dir. Ja. Das heißt, ich schaffe es ein bisschen versteckt. Da heißt nicht, man darf nichts und mit niemandem. Einfach vorsichtig sein, ein bisschen misstrauisch sein. Ich weiß alles, was man im Internet zu tun hat, weiß ich nicht, wie ich mich auf der anderen Seite habe. Mir Passwörter, Pins und so weiter und so fort folgen. Ja, also, ich muss mich da einfach ein bisschen zurückhalten. Wer macht da am öftesten und meisten die Fehler? Ich glaube, so die Jugendlichen oder die Erwachsenen. Kennen alle, die älter werden, sein. Ja, genau, das haben. Also, es sind tendenziell eher die Erwachsenen, vor allem die mit den Sachen im Internet und in allen Variationen nicht so klug auf aufwachsen sein, sondern die digitalen Einwanderer sozusagen, also im Gegensatz zu den digitalen Urbewohnern, was die Jugendlichen sein. Das heißt, da haben wir oft ein falsches Verständnis. Wir nutzen es zwar gleich wie die Jugendlichen, haben aber nicht allen das gleiche Verständnis, was wir dann alles funktionieren. Jugendlichen auch nicht allzu das Verständnis für was ist sicher und was nicht. Aber aus einem anderen Grund. Wir wissen zwar, was sie tun, aber denen ist es egal. Wir tun es und wissen es aber nicht. Das ist der größte Unterschied. So einfach wichtig, da muss man sich lernen, zurückzuhalten. Ja. Was aber in erster Linie gemeint ist, untereinander. Also ich höre es ganz oft, ja, nein, doch Freunde ins Passwort von meinem WhatsApp geben oder von meinem Handy und so weiter. Ja, weil nachher kann man sich austauschen und wenn man. Okay, gut. Wie lange es gut geht, und Freundschaften dauern ja grundsätzlich an ewig, Beziehungen, ne? Ja, nicht.
Ja, das heißt nicht, dass man auch als Erwachsener nicht sich gegenseitig die Passwörter geben sollte. Womit auf das Thema gehe ich gar nicht ein. Aber es geht leider um zu sagen, die Gefahr, die dann besteht, ist einfach die, dass das jemand halt anders benutzt, als wie man es eigentlich erwartet hat. Weil Vertrauen ist nur eine Geschichte. Also wenn es um private Passwörter geht, um Accounts und so weiter, eher vorsichtig sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das Bild haben. Moment, Meinung frei äußern, schreiben wir nochmal ganz fett, ja. Für seine Sachen einstehen und wir die Art und Weise macht so. Ja, also wenn man so ein bisschen sagt, ne, der Ton macht die Musik. Also das heißt, wie ich das dann mache. Das Problem, also die Meinung äußern, ist nicht Strafkorb. Aber wie ist die, ja, also Beleidigungen, fertig machen und so weiter, zusammen ist der Knackpunkt. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, weil das ist etwas, was wir auch wieder vielleicht alle lernen müssen. Gott weiß es als mir. Ja, also, wir schwach heute haben, gerade in sich zu sagen, du lob. Okay, mehr oder weniger. Manche aus einer Hüfte und so weiter, ja? Oh, wie leicht ist das so zu schreiben, wollen wir den Menschen nicht vor mir haben? Knack genug. Da geht es nicht darum, dass ich nicht die Meinung haben darf, dass es erlaubt ist, sondern dass ich sie nicht in irgendeiner Form äußern soll. Beim Äußern muss ich aufpassen. Sobald wir aufs Persönliche gehen, ist ein Problem. Wenn ich aber das, was jemand tut, kritisiere, dann kann ich da nachdenken. Das ist übrigens das, was man auch in der Erziehung sagt. Ja, okay, ich soll ja das Verhalten der Kinder oder Jugendlichen, darf ich sehr wohl kritisieren. Aber ich kritisiere nicht die als Person. Das, was du tust, ist falsch, nicht du bist falsch. Das ist aber das, was automatisch passiert. Da kennt man das auch aus der Berufswelt. Wenn irgendjemand, der mir was zu sagen hat, das, was ich getan habe, voll kritisiert, was passiert dann? Dann lass es nicht dann sein und sagt, ah, das habe ich schlecht gemacht. Fühlt sich rund, der kritisiert mich. Ich bin schlecht, weil ich es schlecht gemacht habe. Das geht ganz schnell. Ich gucke bei Kindern, die Jugendlichen, da haben wir ganz schnell gesehen. Ja, also da, jetzt sagt, nicht als mit den Samthandschuhen und lieb und nett und brav, weil ich verhalte so das Bewusstsein, was hat es danach für Folgen. Ganz wichtig, Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das heißt, das, was ich im echten Leben nicht schreiben, so mutieren und machen will, darf ich im Internet auch nicht. Es wurden zwar ganz viele, beziehungsweise zum Stärkst der falsche Eindruck, passiert ja eh nichts. Da war ich vorsichtig. Und, so wie es auch im Negativen leider so ist, dass das Internet nicht vergisst, vergisst aber auch nicht, wenn ich etwas getan habe. Ja, die Überlegung. Wenn ich etwas Falsches tue, dann werde ich das auch nicht vergessen. Das Gute ist, ich kann es jederzeit lernen, wenn ich etwas erfahre, dann brauche ich mir nicht da tausendfach erklären, weil ich dort halt schwarz auf weiß habe, in dem Fall schwarz auf hell. Ja, das heißt, das kann ich zu meinem Vorteil auch wieder nutzen. Ganz wichtig, wenn das für alle, die das selber betrifft, egal wie alt ich bin, werde ich jetzt nochmal zuschauen und sie mitlösen. Wichtig ist schon darauf zu reagieren, aber vielleicht sich ein Atem Zeit nehmen. Das heißt nicht, jetzt muss ich wochenweise warten, bis ich darauf reagiere und irgendetwas tue. Sondern, nämlich, wo ich beleidigt werde, na, kommt entweder, wir kommen in zwei so Urinstinkt, dann will ich ihn anhauen, oder ich werde ganz starr und ich warte, bis es vorbei ist, oder ich gehe auf Angriff. Je nachdem, wie wir halt so auf sein, beziehungsweise was so unsere Art ist. Ja, im Prinzip kennen wir alle alles, ja? Aber jeder hat so mit der Zeit halt gelernt, was am besten funktioniert. Manche werden halt voll gleich schon, was ist passiert, und die versuchen dagegen vorzugehen. Ist bei dem Thema nicht allen ganz so sinnvoll, weil tendenziell, was sagt man so, ja, musst du halt zur Wehr setzen. Das ist nicht allen so ganz einfach, weil in dem Moment gebe ich praktisch den, der das tut, ja noch mehr Grund dazu, noch mehr zu tun. Also da gilt es schon einmal, ein Thema zu überlegen. Grundsätzlich gilt dann aber einfach, wie mache ich das dann, wenn ich was tue. Ja, wichtig ist schon darauf zu reagieren, aber wenn und wie.
darf nicht sofort auf E-Mails und SMS und so weiter machen. Zuerst machen wir einen gemütlichen Screenshot, also machen wir ein schönes Foto von dem, was ich gerade gekriegt habe. Dann überlege ich mal, okay, was tue ich jetzt? Durch den Sefter oder durch den Sefter? Wie kann ich am besten darauf reagieren? In den meisten Fällen, wenn ich betroffen bin, muss ich nicht gleich mit Umzug und Polizei oder was auch immer alles in meiner Vorstellung. Ich kann es schon mal anders aktivieren. Ja, also bevor ich den Mob werde, passiert meistens viel anders. Bei dem, das steht vor überall unbedingt sichern. Da kann ich auch beruhigen. Aber das ist nicht jetzt, muss man keine Angst haben, dass man da nichts beweisen kann. Ja, es ist zwar aber schneller und einfacher, wenn ich sage, okay, mit einem ausgedruckten Zettel dann, das nehmen wir mal ein Beispiel, zur Postpolizei gehen, so Leute, los, das ist mal passiert, dann haben wir das geschrieben, ich habe meinen Chatverlauf ausgedruckt, ich habe es schon in schwarz auf weiß. Macht es eigentlich keine Sorgen, wenn es das Handy wegschmeißt, im Vertrag gelöscht hat und so weiter, ich kann alles wieder herholen. Mir nicht. Ja. Aber bestimmte Einrichtungen, wie das Polizeigericht und so weiter, kennen die Daten bei Notwendigkeit wieder herholen. Ja, also, es darf aber leidend passiert werden, weil also die totale Überwachung, und zwar nicht in den USA, weil die das ständig machen und dienen und wollen und so streiten, also das ist bei uns noch nicht so. Zumindest nicht, wenn sie um das machen. Ja. Man kann eine Unsagemeldung machen. Heutzutage ist es so, dass sogar Jugendliche, Kinder schaffen es nicht, vom Verhalten her, aber Jugendliche können ohne Einverständnis der Eltern eine Meldung bei der Postpolizei machen. Die haben sogar, so wie wir auch machen, mit WhatsApp-Beratung und so weiter oder SMS. Also man kann sogar eine Meldung per SMS machen. Ob das dann funktioniert und gut funktioniert, weiß ich nicht. Die idealste Version ist natürlich, dass man sich untereinander austauscht. Egal ob jetzt Kinder, Jugendliche, mit Erwachsenen, Eltern. Und die Postpolizei. Kann man da. Ah, perfekt. Ja. Gibt dann ganz zum Schluss für die Kontaktmöglichkeit. Man muss auch ihn ins Spiel bringen und die öffentliche Geschichte annehmen. Da wirklich das Bewusstsein zu sagen, ich habe die Möglichkeit auch dazu beizutragen, dass das so nicht passiert. Schau mal, wir dürfen streiten, wir dürfen einmal eine andere Meinung haben, wir dürfen einmal zusammengeben. Es ist alles okay. Ich darf dann auch ein bisschen im Internet sozusagen mitteilen und sagen, na, der Klapp hat mir wehgetan oder was auch immer. Das ist alles nicht Mobbing, aber ganz gezielt irgendwie fertig machen, über das Internet und dann nur ein Jahr, weil das ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn du es mitkriegst, das sind du und der Jugendlichen, gerade in seinem selber, such dir mal ein bisschen, googelst du mal ein bisschen, was manche dann sozusagen so weit gegeben hat, dass sie die Boykottzeit sich gesund tun. Ja, und das kennst, kann man vorher nicht wissen, wie die Person darauf reagiert. Also da sich auf der Streitigkeit hinlassen und so weiter. Wo man fordert sein, ist einfach ein bisschen mehr aus unserer Zone auszugehen, wo man herflogen, dann hoffentlich wir nicht. Verständlich, ne? Aber wenn man sich ein bisschen zusammentun und sagt, nein, das möchte man nicht. Beispiel, wenn wir in Jugendgruppen arbeiten, in Schulklassen und so weiter, das ist die beste Methode, dass das eben nicht passiert. Nicht diejenigen zu sagen, nein, das tut man nicht. Nein, das ist strafbar. Ja? Natürlich braucht es ja auch, weil wenn ich nicht weiß, dass es nicht strafbar ist, dann kann man ja alles tun. Aber was es braucht, ist so, nein, die beste Voraussetzung, dass sowas nicht passiert ist, wenn wir alle gemeinsam einverstanden sein und sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir dürfen miteinander zusammengehen, streiten, gleicher Meinung sein, keiner muss jedem leben und so weiter. Das ist oft so eine extreme Sichtweise, und was muss man, soll man, darf man. So geht es weiter, um zu sagen, ein Klima schaffen, wo wir streiten dürfen, ohne dass man es komplett verfügt. Das ist ganz wichtig. Leider, wenn ich das Bewusstsein habe, man kann was dagegen tun, auch wenn ich es ja nur nicht schaffe. Also eigentlich ein Kriterium ist, dass man überhaupt von dem Thema reden. Dann brauche ich Unterstützung. Und dann ist wichtig, dass ich mich getraue. Egal, ob es der Kollege ist, der vielleicht mir zwar nicht helfen kann, aber mir beiseite steht und sagt, das packen wir. Oder, na, schaffen wir es vielleicht zu zweit und zu überlegen, was kann man denn tun. Wir können mit anderen reden, mit Lehrern, mit Schulklassen, ja. Die Eltern, mit wem auch immer ich vertraue, oder auch wenn ich bei der Arbeit bin, kein Chef reden, oder mit wer auch immer zuständig ist. Wo ist es vom Chef kommt, wird es schwieriger. Und dann muss ich mir überlegen, gehe ich zu einer Gewerkschaft zum Beispiel, oder gehen wir uns zusammen, rede ich mal, oh, du passiert das bei mir oder in Schalle. Und im allerschlimmsten Fall muss ich arbeiten, wenn ich auskomme.
Ja, also irgendwo muss ich dann stufenweise schauen, mit was kann ich dann auch reagieren. Jetzt logisch mit Kanonen auf Spatzen schießen ist auch nicht sinnvoll, aber halt schon schrittweise. Okay. Man muss sich das nicht fallen lassen. Jetzt kommen wir zu dem. Also, nur mal, wenn irgendjemand Unterstützung braucht, Fragen hat zu dem Thema. Ich habe jetzt so leid, als nicht zuständige öffentliche Stelle Kind ins Spiel gebracht, nicht? Da müssen wir selber Werbung machen. Was nicht heißt, dass wir nachher als zuständig sind. Es gibt genug Einrichtungen, denen man kontaktieren kann, die das begleiten. Ob das jetzt die Lastrada ist, die zwar vom Bild her eher mit Suchtthemen zu tun hat, oder mittlerweile ganz viel mit dem Thema Gewalt zu tun und zum Thema wäre. Von A bis Z gibt es ganz, ganz viele Einrichtungen. Meldet euch, dann schauen wir entweder mir oder mit wo oder sonst oder wie auch immer. Nur bei uns kostet nichts, kann man anonym machen, ich muss nicht sagen, wer ich bin. Ich kann einmal allein nachfragen, keine Angst, da läuft da nichts los und so. Wichtig ist eben mit dem Honig bleiben, das kann ja jeden, das kann jeden betreffen, aber das kann auch jeder mal nachfragen. Das ist die Postpolizei. Also das heißt, es gibt eine eigene Abteilung, die für alle diese Sachen zuständig ist. Unter anderem, also alles, was mit Internet zu tun hat. Es geht aber auch von Internetbetrug. Also wenn es im Netz irgendwas kauft und dann was zahlt und nach kommt nichts, sind die zuständig. Je nachdem, um welche Umstände es geht, wird dann leider es nicht, wenn man die Leute nicht findet, aber im Prinzip ja Internetbetrug, also mit Banken und Geld und so weiter, sind sie zuständig. Oder eben auch, als was mit illegalen Sachen geht, wie Kinderpornografie oder die ganzen Sachen, nein, sind sie zuständig. Und aber auch über das Thema Cybermobbing. Da wichtig zu wissen, weil ich das oft gefragt werde, ja, aber was, wenn ich mich da melde, ganz erst so, sterbt mich da jemand. Kann ich versichern, also von den neun Leuten sein, kann die Hälfte ist vorsprachig. Der Chef selber ist perfekt vorsprachig. Also da braucht man ja nicht, manche haben dann Schwierigkeiten zu sagen, ja, okay, das sage ich schon. Passt, aber manche haben da Hemmungen und sagen, ja, aber wenn man da nicht, das ist nicht das Thema. Ich muss nicht vorbeigehen, ich kann umreden, ich kann eine Mail schreiben. Ja. Falls jemand vorbeigehen will, seid dort wirklich, wenn man von der Meraner Kreuzung Richtung Autobahn angefahren, in der rechten Straße soll. Bevor die Brücke ist, ist rechts das Riesenpostgelände. Ja, wo man dann auch auf mehrfach Sendungen aufgibt und so weiter. In Bozen ist die Geschichte ganz am Anfang sagen, ist es. Unscheinbar, ich weiß nicht, das ist das Wächterhickel. Nicht Postpolizei. Ja, wobei eben, warum ist das zusammen? Das hat halt damals mit dem Postwesen und so weiter. Wir arbeiten 90% online. Ja. Wir machen ganz viele, Präventionssachen, so wie wir es jetzt miteinander machen, machen wir das auch. Muss sie natürlich gehen, mehr, also wer so das. Rechtliche und das darf man nicht und das kann man nicht gehen und so weiter. Wenn man beim Thema Mobbing, also da kann man ja auf zwei Ebenen was tun. Einmal kann die Person selber unterstützen, wer das erfahren hat, das ist auf der Psychoseite, ja, dass es schafft, besser umzugehen. Wenn ich aber dann ganz konkret den Nutzer, der Meldung, versuchen will, dass es aufhört, ich sage jetzt deswegen versuchen, weil er nicht auf Facebook läuft, kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, jemanden dazu zu bringen, als gelöscht wäre. Ist nicht unmöglich. Ja, in den meisten Fällen passiert es aber in lokaleren, kleineren Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder also gefühlt kleineren, geschlossenen Sachen, dann kann ich sehr wohl was tun. Wenn ich, das ist etwas, was man nicht gesagt hat, in den allermeisten Fällen kenne ich irgendwo die Leute, die mir das sind. Das ist nicht was, dass man wirklich eine Beziehung zueinander hat oder befeindet ist oder was auch immer. Ich habe eine Wohnung, wer das ist. Ja, es passiert eher selten, dass es ganz, ganz, ganz jemand Fremdes ist. Also auch wenn es in der Schule passiert und dann leite ich so nicht gerne, aber weiß ich, das sind zumindest aus der Schule. Ich habe einen Unhalt gefunden. Man hat gesagt, es ist nachverfolgbar. Also auch wenn ich weiß, wer das sein, ich habe meine Daten, ich melde mich bei der Postpolizei, die haben wirklich schon Atomo-Techniker, zack, kommt die ganze Liste, die Nummer, die E-Mail-Adresse. Zugang und so weiter. Und wenn der Tatbestand besteht und wenn wir von Mobbing wirklich reden, kann man dagegen vorgehen.
passt nicht, dass dann alle eine Mietzahlung kriegen und Gerichtsverhandlungen. Also die sind auch so weit realistisch, dass es so eine Jugendliche untereinander, wenn es nicht ganz extreme Fälle sein, aber werden im schlimmsten Fall mal hinzitiert und einmal so nicht wirklich, ja, durchs vorstellig werden, ändern schon die meisten dann auch ihr Verhalten. Manche brauchen halt dann mehr. Aber wichtig ist leider nicht das Gefühl, man kann nichts dagegen tun. Da kann ich mich melden, da kann ich mich nachfragen. Leider, wenn man nachfragen kann, weiß man nicht, dass dann schon die Anzeige ist und so. Da kann man einfach mal ganz konkret informieren. Oder eben auch bei uns, auch andere Dienststellen, ja, kann ich die Sachen nachfragen. Zum Beispiel etwas, was ich nicht aufgeschrieben habe, es gibt eine Webseite, das ist nicht direkt mit dem zu tun, der heißt Eltern-Medienfit.de. Da geht es um das ganze Internetkonsum und Verhaltensweisen. Da kommen ganz alle möglichen Netzwerkpartner rauf, alle, die ich gerade erzählt habe und mehrere. Unter anderem aber auch seine Umlaufstellen. Also, wo kann ich mich hinnehmen? Dann finde ich das zum Beispiel. Da kann man zum Beispiel dann mal irgendwie verlinken. Aber wenn ich da Infos will, nicht zum Thema Mobbing, sondern auch nicht. Andere Dienst oder andere Einrichtungen, wie zum Beispiel das Forum Prävention, hat das auch zum Thema logischerweise, jetzt weniger alles, was passiert ist, sondern mehr davor. Zum Beispiel haben sie auch so Faltblätter und Broschüren ausgegeben für Vereine, mit denen wir in der Jugendarbeit zum Beispiel so Schritt zu denen haben, Sportvereine. Ja, das heißt, Mobbing in Sportvereinen passiert auch. Das kann überall passieren, nicht? Überall, wo Leute aufeinander treffen, kann der Umgang sozusagen auch gelebt werden und ganz passieren. Aber ich sage wichtig und leise, man weiß, nicht so ohne, es kann richtig heftig werden. Gott sei Dank, in den meisten Fällen ist es nicht ganz so fruchtbar. Aber wichtig ist leise, man weiß, mit was kann ich dann auf der Deutsch gehen. Hm? Zack, haben wir 1,5 Stunden, jetzt sind wir 2 Minuten drüber. Das ist fast schon rekordverdächtig für meine Verhältnisse. Wenn irgendwelche Fragen sind, ich glaube, sagen, fangen wir mal mit B da im Raum an, falls irgendjemand was wissen will oder nicht klar ist. Wo passieren denn die meisten Fälle? Wo können die meisten Fälle außer der Schule oder von den. Wo sind wir ein Fällig geschnitten, dass man Mobbing ist? Also, gute Frage. Wenn wir vom Mobbing reden, ist aufgrund der Tatsache, weil der Arbeitsplatz doch Kinder oder Jugendliche die Schule ist auf der Deutsch, wo man am meisten aufeinander trifft, dann ist die Schule beim Mobbing, also im realen Leben. Aber wie schon gesagt, Mobbing und Cybermobbing, das ist heutzutage als uns, weil jeder, der das Verhalten auf dem Schulhof macht, der sagt dann nicht, ah, okay, das tue ich dann aber nicht online. Das ist als uns, weil wir Kommunikation und miteinander reden und leben, das ist nicht mehr so getrennt, das ist alles immer. Das heißt, das verlagert sich automatisch. Es gibt kaum einen Fall, wo es nicht auch den Cyber-Tal gibt. Ja, da darf man leider nicht so denken, das ist so eine riesen eigene Geschichte im Internet. Aber das kann ja schon passieren, wenn ich die ersten Pausen noch fertig mache, ich noch schreibe es in die Klassen-Chats hinein oder in der von der Schule oder wem auch immer. Und dann ist das der Cyber. Gestartet ist das Phänomen eigentlich wirklich so als konkrete Geschichte eher von der Arbeitswelt, ja, mit allen Konsequenzen. Ich würde eher sagen, also so die Altersgruppe 13, 14, 12, 13, 14, Mittelschule bis Oberschulzeit ist so am meisten betroffen. Warum? Weil da natürlich dann, also die beste Voraussetzung, damit das dann eben nicht macht, ist, wenn ich in der Entwicklung ein bisschen ein klares Bild davon habe, was passiert mit der anderen Seite. Und das heißt nicht, dass es noch nicht passiert, aber man nimmt es wieder ein bisschen an, wenn man wie ein Älterer hat. Kommt dann wieder, wenn man dann länger älter ist, soll man sagen. Macht gleich ein bisschen nach oben. Dann bin ich mit einem Beitrag, was ich auf Facebook teile, eigentlich schon mal mitwirken. Ja, weil du im Prinzip, also die Meinung, die in deinem Beitrag. Zum Moment, ein Beitrag oder ein Video oder ein Foto auch, ist ja egal jetzt in der Moment, sobald ich das teile, bin ich eigentlich ein Mitwirkender, wenn es der Person nicht passt, so drin ist. Ja. Na, natürlich gilt es zu schauen und sagen, passt der Person leider nicht, weil es meine Privatsphäre verletzt. Was, also, das kann jederzeit passieren. Also, nur genommen, du deutsche Foto, ja. Also Urlaubsfoto mit den Kindern drauf, die Söhne haben das Recht zu sagen, wait, Moment mal,
Okay. Wenn es hart auf hart kommen, haben sie das Recht, das Jugendgericht wieder zu dringen, das Wort auszuführen. Ohne großen Prozess, aber ich habe das Recht zu bestimmen, wie die Lauer nicht. Ja. Beim anderen Geschichte ist, natürlich heißt er nicht Straftat und was immer, merkst du, außer damit, oder nehmen wir da einen löschen und so weiter. Je nachdem, was sie getan haben. Aber theoretisch, warum? Weil ich ja hinter dem Teilen zu der Meinung stehe, zu dem Post stehe, zu dem, was da gesagt wurde. Da muss ich aufpassen. Sobald es strafrechtlich relevant ist, trage ich dazu bei, dass das verbreitet wird. Dem reicht schon ein Like aus, nicht? Warum bist du doch Verstärker? Ja, jetzt muss man schon das Ganze realistisch sehen. Wir müssen wirklich schauen, okay, bei welcher Sache passiert dann effektiv was. Ja. Ich bezweifle das, weil jetzt jemand wirklich eine Beleidigung äußert und dann gegen die Person vorgegangen wird und die drei Likes drunter oder ohne Likes drunter setzen, dass sie dann auch strafrechtlich inbezogen werden. Aber man versteht. Theoretisch oder? Bin ich auch dann drin. Wenn ich Glück habe, passiert nichts. Wenn ich Pech habe, passiert schon was. Aber ich komme drauf an. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Amerika hernehmen, dann kann ich im Prinzip, wenn wir jetzt vom Präsidenten reden, ich darf ihn nicht physisch bedrohen, aber sonst kann ich sagen, was er will, der Mensch. Egal welcher Gott vorne Chef ist. Weil ich kann natürlich sagen, er kehrt in die Luft sprengen. Insta war ich vorsichtig. Egal um wem es geht, also als Politiker oder auch andere Leute, es hat nichts mit der Rolle und Funktion zu tun. Er muss ich wieder aufpassen. Also Morddrohungen oder so Aussagen, je nachdem wo ich bin. Ja. Die beste Lösung dafür ist eigentlich so, wenn ich mit dem, was jemand tut, der Impfstand bin, dann kann ich das kritisieren, was jemand tut oder nicht tut. Da weißt du was anderes. Wenn ich hernehme ein Beispiel, das muss ganz erklären, wenn ein die Sachen, die ein Politiker tut, kann ich nicht, aber sowas von der Luft zu zerreißen, wenn ich mich auf das beziehe, was er tut oder eben nicht tut. Wo die Grenze ist, und so, wenn ich jetzt sage, dann bist du das und das und so und so. Er wird wieder kritisch. Aber die meisten, wenn man sich fragt, aber warum geht es mir, ja aufzuzeigen, dass das, was er tut, scheiße ist, dann darf ich es nicht sagen. Ich muss ja aufpassen sagen, was gut ist. Was und das ist oft das Schwierige, weil wenn irgendein Thema ins mitnimmt, egal worum es geht, egal bei wem, dann sind wir logisch nicht mehr so klar bei Kopf und so, na, jetzt überlege ich mal, was schreibe ich denn da? Dann bin ich meistens schneller beim Tippen, als der, jetzt hätte ich fast gesagt, beim Denken, oder? Es besteht schon, was sagt so. Aber eben, da darf man leider den falschen Eindruck geben und sagen, na, gefühlt darf man nichts mehr denen und so. Nein, das Recht lässt viel Spielraum. Aber eben, persönliche Grenze darf damit verletzt werden. Natürlich ist ein Unterschied, jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, eine Person, die in der Öffentlichkeit steht und eine Privatperson, ist immer noch ein bisschen Unterschied. Also jemand, der sich in die Öffentlichkeit stellt, muss ein bisschen dickere Haut haben. Das verlangt auch irgendwo das Gesetz, weil du die praktisch zur Schau stellst, sozusagen, ganz besonders. Egal, ob das jetzt Musiker oder Schauspieler oder Politiker, was auch immer. Hebe aber nicht ganz auf, dass ich jetzt dann schreiben und so und gehen kann, was ich will. Ja. Im Grunde kann ich nur gehen. Die Woge hebt sich in dem, was der andere verkauft hat und was der andere als Beleidigung findet. Da kann ich eigentlich tun, was ich will. Eben. Also so im Alltag darf man sagen, ja, aber wenn wir jetzt streiten und ich beleidige so lange, bis ich merke, dass es zu viel war. Ja, also das haben wir da vielleicht auch gesagt, Im Grunde, ja, leicht ist halt irgendwo auch klar definiert zu sagen, ab wann ist es eben wirklich hofrechtlich relevant. Aber bei Beleidigung ist wirklich oft, dass man sagt, also wenn du jetzt Deutschland hernimmst und Politiker und dort welche Beleidigungen, die ihm in den Kopf geworfen werden, oder sogar die äußern, das geht in alle Richtungen, dann ist schon die Frage, ich sage, dass das noch erlaubt ist und das ist noch nicht eine Beleidigung. Es ist schon nicht so eine ganz klare Grenze. Ne? Ja, aber es geht ja nicht darum, es geht ja nicht die Polizei her und fragt, um Anzeige zu schreiben. Ne? Ja. Weil solange ich mich nicht wehre, wird das ja nicht immer nicht. Teil ist die Grundvoraussetzung. Aber da muss man noch eben, ne? Das ist das, was ich gesagt habe, das, was oft schwierig ist zu unterscheiden zwischen, okay, Hassrede oder die Hater, die dann leise die Kommentare geben und dem Phänomen. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist über lange Zeit und nicht gleich einen Kommentar geschrieben und sei auch nur so beleidigend und abwertend. Es geht über lange Zeit.
lass mal Wochen, Monate sein. Das ist das, was da weg. Damals, wenn wir ein klares Bild haben, sagen, okay, nur mal die Gemeinheit so oben ist nicht okay, kann Konsequenzen haben. Wenn es ums Thema Cybermobbing geht, also er hat wirklich konsequent fertig gemacht. Und selber macht ihn sprichwörtlich fertig. Ja, also wie gesagt, das ist nicht ein ganz einfaches Thema, wenn man dann eben von Meinungsäußerungen und so weiter will. Aber damals mal hergehen und sagen, so, wenn ich mal etwas beleidigen will, da kann, nee, da wird es dann auch noch nicht drin. Damals ist schon schnell. Logisch wäre nicht alles so ausgekocht, aber so Essen wird gekocht, ne? Ist leider auch die Realität. Aber wichtig ist leider zu wissen, okay, ein bisschen mehr Vorstellungen dafür zu kriegen, was passiert, wenn ich jetzt die Konsequenz an das tue, wäre ich schon was zu, ah ja, ich bin Mobber. Freiberuflich. Habe ich schon 22 Jahre vor, nein, das glaube ich gemacht. Jeder, der selber nachdenkt, sagt, kann ich sowas schon mal tun? Damit bin ich aus. Irgendwo haben wir alle schon mal was so ein bisschen, was in der Sinne geht. Mir vielleicht mit der Absicht und mit der Auswirkung, aber irgendwo tragen wir halt alle ein bisschen vielleicht auch dazu bei. Aber vor allem auch, sind wir alle schon mal irgendwo in der Rolle drin gewesen und sagen, hoffentlich sieht man nicht. Und dann heißt nicht, ich muss jetzt vorne stehen und sagen, nein, das muss auch her. Aber ein bisschen mehr dazu beitragen, dass das mir nicht mehr. Das kann man schon. Ja, ich habe schon, dass man eben, wie du sagst, halt viele Zuschauer, selbst in dir als Schule, ne, dass überhaupt kommen, also oft mal sagen, wenn sich ihre Magai so auf der Straße mal zusammenschlagen und kommen wir zu ihm. Und das Gleiche sehe ich da auch, weil ich ihn noch einmal, dann ist mir ein Ei getragen worden, das war mal im Internet, schien mir aufgefallen, halt, wer so Kommentare kriegt, dann bin ich zu der Mama direkt hin, weil man denkt, du musst denken, das sehen so viele. Und die Mama ist jetzt vielleicht nicht auf der Plattform, nicht wie es halt oft einmal ist, nicht. Weil ich gebe ja nicht auf Facebook, da gibt es ja allerhand. Und dann sind die Eltern nicht überall drinnen, nicht. Aber das sehen wir gleich so viele und da geht keiner zu. Und wie es halt oft das Kind sieht, sagt man gleich alle, wenn man zurück oder Ding, oder du sagst, da tut man gleich in eine andere Schiene in die Fallen, wo du sagst, man gleich irgendein Suchtthema oder so. Und du als Eltern tun wir gleich denkst, puh, was ist mit deinem Mädel los? Ne? Und alle um die rum und gleich checken es und kein Mensch geht her und sagt irgendwas. Ich finde es, ich habe es ja noch gesagt, was sie nachher draus macht, weil ich noch, kann ich noch auch nicht mehr jetzt doch, was Gott wird beeinflussen. Und ich denke mir schon, dass du ein bisschen Zivilcourage, ein bisschen in die Köpfe, du stehst schon, nicht jetzt logisch, ist in Internet da und bleibt. Da kommen eben mehrere Sachen dran. Das eine ist, wir haben die Befürchtungen, dass mir was passiert, also wenn ich betroffen bin, weil ich selber zuschaue, oder dass da nicht beiträgt, dass mir nicht klappt, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Ich darf vielleicht auch nicht den Fehler machen und sagen, ja, es sei dann schuld, dass es passiert. Nein, also wir schaffen eher, wir proben uns dabei, wenn wir es so. Logisch kann man eher sagen, ja, wir müssen alle Zivilcourage und mehr dienen. Wir müssen vieles mehr dienen. Ja, aber so, jeder kann ein bisschen mehr dazu beitragen, dass ich sage, okay, wo habe ich Möglichkeiten? Nochmal, ich muss mich nicht in den vordersten Front stellen. Logisch, wenn ich etwas mitkriege, muss ich mir die Frage einfach stellen. Und ich muss nicht gleich zu der Polizei rennen, weil ich nicht mein Auftrag. Und vielleicht, ich mache es halt schon als Eltern toll, wenn das andere mitkriegen, dass das passiert mit meinem Kind. Weil in der Schule sage ich, kriegst du es irgendwie leichter mit, wenn mein Kind sein gemobbt wird. Die Jungs kann leicht auffallen, ja. Sagen wir mal so. Ja. Dann kriegst du einen Lehrer mit, der muss auf mir, ja, auch nicht allem, wie du sagst, nicht? Aber halt, es ist vielleicht noch leichter. Ja. Nachvollziehbar auch für die Eltern, als wir jetzt die ganzen Online-Geschichten, weil du auch oft nicht mal mehr los hast, was du auch von einem, du sollst gepostet werden. Nicht? Deswegen hängt ja das Thema, das wir heute behandelt haben, sehr eng damit zusammen. Also Medienkompetenz wird dafür investieren. Also als Älteren kommen Jugendliche oder Kinder eben in Kontakt mit den Plattformen. Nicht, dass ich sage, ah, erst ab deinem Alter oder vorher, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht. Logisch, wenn ich im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer oder nur nicht unterwegs bin, dann ist es schwerer, dass ich nichts mache. Dann sind wir halt eben alle gerade irgendwie ein bisschen umzudenken. Aber es ist nicht einfach, so wie die Phänomene, das sind eben schwer greifbar.
ist wie so eine Hand, Sand, das man durch die Finger. Ja. Wenn ich versuche, irgendwie etwas zu greifen, es ist so schwierig, weil es komplex ist, weil es eben nicht so sichtbar ist. Jetzt auch Gewalt auf dem Pausenhof, kann ich konkret vielleicht was sehen, was machen. Am anderen muss ich erst einmal schauen, wo passiert und wie und wenn und was. Das ist, jetzt auf der vorderen Seite, ja, das Spannende, dass man sich in der Welt überhaupt bewegt. Ich bin bei Amazon, das ist gut. Und gleichzeitig auch Bild zwei oder andere. Bitte. Ist das noch auf der Erziehungssache, ob ein Kind potenzielles Opfer wird oder nicht? Gute Frage. Soll ich mal ganz vorsichtig Nein. Ich darf es nicht auf die Form der Erziehung machen. Also auch nicht auf bestimmte Kriterien, bestimmte Art und Weise, die ich habe, kann ich mehr oder weniger zum potenziellen Opfer machen. Warum? Weil Leute, sowas tun, suchen sich ja nicht total x-beliebige Inhaltspunkte, sondern natürlich Sachen, die so ein bisschen vermeintlich irgendwie unvorstellbar sein. Ob ich jetzt zu dick bin, zu groß, zu rippig bin, zu klein sein. Also es sind eigentlich Sachen, die guten Grund sein, dass man mich so behandelt. Aber es sind vielleicht eher so Sachen, die kann ich hernehmen und ein bisschen besser machen als es sein. Schüchterne, wenn ich jetzt so sagen will, also die ruhig sein, der kriege ich auch nicht mit Erziehung mit. Aber ist vielleicht eher so meine Art, irgendwie im Erwachsenwerden sozusagen aufpassen zu können. Also keiner wird die Kinder schüchtern erziehen, gerne. Also ich kann vielleicht eher dazu beitragen, dass sie vielleicht besser entfalten oder andere sind eher ein bisschen eingeschränkt und freuen sich eher mehr zurück. Natürlich, das ist eine Eigenschaft, die eher tendenziell mehr zum Opfer macht. Und? Naja, zum einen, der jetzt nur im trockenen Sinn, 1,90 Meter groß ist, soll eine Maschine ist, dann überlegen wir uns mal, ob ich den umgehe. Einmal leben. Also, wenn nur noch so auftritt, 20 Jahre, voll mit den Kollegen und so weiter, dann wirkt der nicht schwach. Also, ich muss nicht schwach sein, weil ich wirke nicht schwach. Ob ich dann groß bin oder ob ich dann anders bin. Und umgekehrt, natürlich, wenn ich eher schwächer wirke, dann ist die Gefahr größer, dass man mich vielleicht mehr als einfach als mögliches Opfer sieht. Das ist schon ganz schwer zu sagen, so ganz verallgemeinert zu sagen, ja, okay, es gibt schon bestimmte Eigenschaften, die es eher zulassen, dass man nicht sozusagen auf Bildschirm kann. Aber ja, es ist auch eine Garantie, ja. Von der extremen Vorstellung her, naja, wenn man die Gazellenkörper merkt, der Löwe sucht sich auch nicht die Schnellsten aus. Das heißt, sucht sich auch, also wer kannten, junge, alte, Verletzte, ist so die. Sind die potenziellen Häppchen. Ja, die anderen, die sind wehren sich. Also alles, was eher in Richtung Gleichgewicht geht, wäre nicht alles so. Ist zwar keine Garantie, weil gerade im Cybermobbing heben sich viele Sachen auf. Weil, wenn wir das Beispiel hernehmen, haben wir 1,90 Meter große, wir sagen, suche so nicht die Konfrontation. Im Netz kann ich uns auch alles schreiben. Ja, fühle ich den Unterschied von uns. Das heißt, je nachdem, wo es im Verlager hängt, Sachen da war, den vielleicht eher schützen, mehr helfen. Je nachdem, wie man es betrachtet, verteilt es sich vielleicht anders. Aber Garantie gibt es keine, aber jetzt so im Umgang, weil die meisten Fälle passieren nicht einfach so x-beliebig im Netz. Im Bachwort. Eher suchen wir gerade im Umfeld, wo ich jemanden mal so indirekt kenne oder was. Da ist eher so das Umfeld, wo das Sachen passieren. Das ist all mehr im Bekannten quasi. Wenn wir von Jugendlichen reden, schon heute gibt es noch allen die Varianten, weil ich sage, okay, wenn man auf nichts feststellt, das ist nicht sinnig. Aber jetzt mal ganz besser gesagt, wenn irgendjemand auf der Welt ein peinliches Foto von mir hat, peinlich, aber tut mir nichts. Wenn ich weiß, das soll ich da aufhören, eine andere Geschichte. Also das heißt, die Sachen und das, der Zusammenhang passiert, also das bleibt dann nicht im Netz oder eben nicht vor Ort. Das macht es so schlimm. Wenn ich sage, jetzt mache ich ein peinliches Foto und schicke es auf der anderen Seite der Welt, das fällt viel. So, wie war es mal, es kann ich eben mitkriegen und da und dann, ja, dann startet schon die Geschichte.
wie gesagt, nur ein großer Teil tragt aber auch selber aktiv dazu bei, dass mögliche Sachen passieren. Das heißt dann vielleicht, wenn mit Mobbing jemanden hast, so ein schönes englisches Wort wie Sextortion. Das heißt nichts anderes, wie also Inhalte mit sexueller Natur, Preis, egal ob Jugendliche oder Erwachsene, das kann Erwachsene niemals sein, ganz super drauf momentan, weil mir das gefragt wird und so Leistungen übers Internet. Und dann kursieren dann irgendwelche Reporter und dann kommt die Retourkutsche und sagt, du entweder zahlst, weil sonst nicht alle nichts. Geht in alle Richtungen. Wie gesagt, Männlein sind eher unfällig auf die Reize, die man so vorfindet im Netz. Wenn es um Jugendliche geht, sind es eher die Witschen, die dann sozusagen, wenn wir es drauf hingefallen, oder halt eher den Schritt von sich aus machen. Ja, hat es vor 8 Jahren schon mal ganz einen bekannten Fall gegeben, die hat Amanda Todd quasi. Nach Kabarer Normen in dem Fall, weil ich habe natürlich mit 2D, aber für das, was ich entschieden habe, habe ich mir nicht abgelassen. Unsere Idee ist, und er hat dann wirklich das so zugedreht. Er hat sich mit 13, 14 Jahren vor seinem Webcam, nicht nur den sie schon einfach gekannt hat, der sie weg hat und dann kurz vorgetan. Logisch, Fahler war Atem, aber das gibt ihm ja keinen Grund, wir haben nicht den Grund, das dann zu teilen. Und das Foto hat sie dann ewig gefunden. Schulwechsel, Stadtwechsel in Kanada. Mitgenommen, und auch, aber nicht gleich so zufällig. Nein, in der nächsten Schule gewesen, genau zusammen ist dann wieder kursiert. Also, von wegen gleich so zufällig. Ne? Auch bitte nicht die Vorstellung, das passiert gleich irgendwo. Das passiert Dienstag. Wirklich nichts. Jugendliche, Erwachsene. Vieles hört man leider nicht, oder auch Gott sei Dank nicht, je nachdem, wie es gebraucht. Geschützt sein, aber nicht, soll ja nicht sagen, ah, das ist ständig und gefährlich, aber irgendwann muss man ein bisschen miteinander wünschen. Und am ersten in Bezug auf die Kinder, auf die Jugendlichen, kann man sagen, je besser die Beziehung ist, umso eher schafft man es auch, sich umzufallen. Heißt nicht, man muss das beste freundschaftliche Verhältnis. Ja, aber ich das Gefühl habe, auch wenn ich was sage, dann werde ich noch kriegen und auf den Deckel, ist ja nicht so leicht. Und das jetzt. Es geht eher um das. Also deswegen arbeiten wir ganz viel in den Schulen, in den Orten, wo wir viele Leute zusammenkommen, oder eben in Vereinen oder sonst wo, wo man einfach die Sachen ein bisschen aufzeigt. Ja, kann alles passieren, es sagt nichts Schlimmes über die aus, man kann mal Fehler machen und so weiter. So war der, der das tut, kann ja mal Fehler machen, einfach lange noch. Wenn man vielleicht keinen Schuss hat. Was nicht gut ist, wenn du sagst, ich kann nichts dienen, weil ich nur nicht bin in der Geschichte. Wie lange ich selbst leiden auch, kann man hier nicht machen. Wenn ich es aber schaffe, mit irgendjemandem mich auseinanderzusetzen, das zu wollen, dann auch hat man die nächste Möglichkeit. Also die gibt es ja keine, aber mach ich einfach nicht. Komm her. Wenn wir so ein verdammtes Anfang treffen, nach dem Spiel, im Endeffekt hat er das ja abgegeben. Und dann kann ich kurz das Spiel beißen, das können Sie ja dann nicht mehr denken. Ja, gebe dir vollkommen recht, aber ähnlich wie das Beispiel, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt auf die Schnauze kugel, dann lachen wir eine Runde, na logisch ist es nicht nett, wenn alle lachen, ja. Egal ob ich mitlache oder nicht. Es ist aber eine andere Geschichte, wenn du sagst, logisch, das ist ein bisschen so aufzuhalten, ein bisschen Branchen, YouTube ist praktisch 90% voll mit so Sachen und 10% Katzen. Das ist eine andere Geschichte. Aber da geht es darum, zu sagen, okay, Sachen, die im Fernsehen passiert sind, deswegen hast du ja TV total und jetzt will sie ja wieder zu der Urform zurückkehren. Zu sagen, Sachen, die witzig, peinlich, blöde Sachen, die passiert sind und dann gesagt werden. Aber jede spannende Show, nicht? Wo eine kugelt auf die Schnauze, 100%. Da muss man dann denken, ja okay, dann ist das zwar ohne peinliche Aktion, ist aber nicht besser. Ohne peinliche Aktion kann aber zu dem werden. Er gibt auch vollkommen recht. Aber da ist ein schmaler Grat, das ist nicht ganz so eindeutig. Ich gebe vollkommen recht, wo du sagst, vielleicht nicht so ideal. Auf der anderen Seite sind das meistens Sachen, die die Leute oft selber geteilt haben. Ja, obwohl sie jetzt eigentlich nicht sagen, dass das eigentlich nur gut vorgelegt ist. Ja, weil das vielleicht auch ein bisschen mehr noch und dass das nicht gleich unnötig ist. Nein, gibt es ja auch Nachholen. Wir haben noch eine Jugend, der macht auch, der darf das studieren. Die haben das ja, die haben das ja allein anders sehen und dann auch.
Das, was auch vergessen hat, ist. Kollege mal noch filmen und das stellt in der Regel, weil der tut das ja auch. Okay, aber dann ist eine Sache verloren gegangen. Und zwar das Wissen, dass ich das alleine stellen, wenn ich die gefragt habe. Und der Fernsehsender hat sicher jede Szene, die sie gezeigt haben, die Erlaubnis gekriegt oder fotografieren lassen. Keine Stunde. Das, was ich als Privater nicht gehen darf, ist irgendwo nicht die Erlaubnis haben, online zu stellen. Nicht einmal für die eigenen Kinder. Ja? Also. Sie haben mich verleiht, dass wir das wissen. Es muss nichts, es muss nicht schlimme Fotos sein, sondern ja. Ich habe das Recht mitzubestimmen, wenn es in der eigenen Kinder geht, aber Jugendlichen selber. Es hat Fälle gegeben, wo die Jugendlichen gar nicht beschlossen haben, aber kurz die Eltern haben die Fotos von mir rausgezogen. Irgendwo ja logisch, wenn ich sage, jeder hat das Recht zu bestimmen, welche Fotos geteilt werden. Da ist gleich dann ein Gericht her und sagt, Moment mal, harmlose, normale Fotos, ist jetzt nicht problematisch. Aber stell dir vor, Badewannenfoto, ja. Ich möchte dann vielleicht nicht, ich habe ein blödes Foto, ist ein blödes Dreckweg. Ja, wenn man so ein bisschen durch Facebook geht, wenn man viele Freundschaften hat und man sieht, wie manche Eltern da alles für ihre Kinder posten, jetzt alles im Sinne von schon normales Zeug, nicht jetzt brutales Zeug, aber es reicht normales. Die Kinder gehen ja irgendwann in der Schule und andere sein auch auf der Plattform und sehen vielleicht, wahrscheinlich die Eltern kennen sich nicht so gut aus als öffentlich, als Leihfreunde oder keine Ahnung. Also das sehe ich schon ein bisschen oft, wo ich mir denke, was ist mit den Eltern los? Nicht? Man muss ja ein bisschen an der Zukunft für die Kinder denken. Nicht? Da kommen mehrere Sachen zusammen. Manchmal denke ich mir nicht, dass das dann, auch wenn ich es auserlösche, drinnen bleiben kann. Es wird weitergeteilt. Die meisten fragen nicht nach, du, ist das, passt das, wenn ich das hin tue? Aber der ist auch ein Initiator für Mobbing, von mir aus gesehen. Ne? Weil wenn, naja, wenn andere Mitschüler. Wir kennen ihn also auch. Ja. Das Bild wird vermittelt, ja. Aber ich werde gefragt, warum soll ich kommen? Du musst schon vorsichtig sein, dass jetzt automatisch, weil ich das tue, weißt du nicht, dass ich mich dann automatisch immer in die Richtung gehe. Aber irgendwo hängen die Sachen auch nicht zusammen. Links, rechts haben zu sagen, passt noch, passt noch nicht. Egal ob von Mobbing reden oder einfach was so toll, mir ist das schon klar. So. Aber genau um das geht zu sagen, wenn ich sage, okay, das, was er zu mir sagt, ist für mich schon zu viel, dann ist es recht zu sagen, ja, das möchte ich nicht. Ja, das gefällt sich so noch nicht. Die eine Sache ist selbst, das andere ist aber, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich darf das nicht sagen, dann darf ich das auch in einem anderen Kontext noch nicht tun. Und das ist eben alles, weil es oft, also, warum ist das alles aufgehört? Weil es viel zu schnell gegangen ist. Wir haben ja alle gesellschaftlich nicht Zeit gehabt, uns an das umzupassen, langsam zu lernen. Das war nicht. Na, ist klar. Na, entweder, mir ist eh scheißegal, was jeder von jedem weiß. So mehr die Jugendheit, mit den schwierigen Ausnahmen, aber da Daten, Informationen, Transparenz, wenn jeder alles weiß, dann weiß ja jeder alles voneinander. Kann man auch so extrem sehen und so, gut, man kann ja keiner mehr irgendwas benutzen, weil jeder von jedem alles weiß. Da hebt es jetzt irgendwie an. Andererseits, wer möchte schon, dass jeder von jedem alles weiß. Was ist denn eigentlich die schlimmste Form von Cybermobbing? Ich sei die Form, wo man, also wenn man den, ich nenne es einmal Feind, wenn man den Feind kennt, dann kann man ihn bekämpfen. Wenn man ihn aber nicht kennt, kann man ihn nicht bekämpfen. Im Sinne von, ein Beispiel, es zirkuliert etwas über meine Person, über einen Jugendlichen, zirkuliert etwas auf WhatsApp, in welche Gruppen, wo ich nicht dabei bin. Und aber man spürt das als Gemobbter, dass da irgendetwas im Umlauf ist, weil automatisch, wenn man unter die Leute geht, in der Gesellschaft, in der Schule, sieht man ja schon, wie die Leute, wie man angeschaut wärst, wie belächelt wärst und du weißt nicht wieso. Ne? Ist Sell eigentlich das Schlimmste oder gibt es noch brutalere Formen? Es ist, also, ja, ich verstehe. Die Frage und wie du auf das kommst, ich darf jetzt ganz konkret darauf antworten, das, was mich am meisten bloßstellt in meiner Vorstellung, ist das, was in meinem Leben am schlimmsten ist.
Welche Form das, das dann hat, das ist dann ein bisschen individuell, verstehe. Aber prinzipiell, wenn erlebe ich das als so furchtbar, wenn ich auch logisch, wenn alle Kriterien erfüllt sein, ich finde das, es ist beschämend, also nicht, dass ich mich schämen muss, aber ich schäme mich, wo ich nichts falsch gemacht habe. Aber das heißt, es stellt mich bloß, es beleidigt mich und so weiter. Und dann kommt das Publikum von außen dazu. Das macht es ja überhaupt erst zur Beschämung. Ja, also ich kann mich nicht schämen, wenn nicht andere drum, zumindest an meiner Vorstellung beteiligt sind. Schäme mich nicht. Schäme hat halt mit anderen zu tun. Wir müssen nicht präsent sein, aber es reicht, wenn es in meiner Vorstellung drin ist. Und da geht es auch darum zu sagen, okay, wie schätze ich das dann ein, wie trifft es mich? Deswegen lasst es sich schwer sagen, also jemand trifft so einen mehr und jemand das andere mehr. Bei anderen ist es eine Aussage, bei anderen ist es ein peinliches Foto, oder etwas, was ich geteilt habe, oder andere werden. Also es kann mit allem, kann wegen meinen Ausschauen fertig gemacht werden, mit etwas, was ich getan habe. Das ist ganz schwer zu sagen. Also die Antwort war eher zu sagen, okay, das ist, was mich am meisten trifft. Das lässt sich nicht definieren, sondern das hängt von mir ab. Also das, was mir am peinlichsten ist, das, was mir, wo ich am sensibelsten bin. Ja, wenn einer zu mir sagt, keine Ahnung, oh, du verlierst die Ohren, ich hab die Blätter aus. Man kann es halt die Ohren schlimm sein und von einer sagen, ja, ich bin halt alt. In welcher Richtung entscheidet da nur der Ordnungshüter in dem Moment, weil wenn das persönliche Empfinden zu viel variabel ist, mir kann ich alles kosten, das der da leider auch nicht, nur ist das schwierig zu beurteilen. Ja, auch jetzt bin ich der Letzte und ich will ihn auf die Socken gehen, oder hat er wirklich ein Problem, ein psychisches? Also erstens einmal gibt es schon, also es ist nicht ganz so variabel, es gibt ganz klare Eingrenzungen, die zwar allem noch Spielraum lassen, und dann wird aber ganz konkret geschaut, welchen Effekt das es gehabt hat. Ja, perfekt. Also das heißt, wenn ich jetzt Vergleich machen darf und sage, ich bin mit 90 mit dem Auto hier reingefahren, dann ist einmal das mit 90, oder ist 30 zu schnell gewesen, oder 40 zu schnell, das ist klar, das ist die Grenze gewesen, 50 bis 90 gefahren, 40 zu viel, Strafe ohne Geschichte. Heute wird aber geschaut, was ist ein Schaden, Blechschaden? Wie meine Geschichte, wenn du mal verletzt bist, dann kommt das für mich mehr. Ja. Also das heißt, es wird dann effektiv geschaut, okay, welcher Schaden ist vorhanden. Ja. Wenn es dann dazu geführt hat, dass sich jemand umgebracht hat, dann bleibt doch Schadensfall. Das heißt dann nicht, aber also, es hängt davon ab, bin ich locker, dann passiert nichts. Also es gibt schon grundsätzliche Grenzen vom Erlappen. Ne? Und na, kommt halt noch dazu, wenn es extrem wird. Eher noch mehr als mehr. Was dann auch förderlich ist, wenn es jetzt von Jugendlichen ausgeht, wenn es möglich war, praktisch wieder etwas zu tun, dass die wie soll man sagen, dass wir wieder gut machen und so weiter. Das Problem ist leider, wenn es um Cybermobbing geht, im Gegensatz zu realen Geschichten, kann ich mich schwer sagen, alles wieder zurückzunehmen, weil ich kann mich entschuldigen und sagen, ja, Leute und hier und her, wir sind wieder gut, aber die Fotos kursieren leider. Das ist das Problem. Wenn ich ihn fertig gemacht habe, ein Jahr lang in der Schulklasse, und keine mehr ein Jahr danach, dürfte ich sagen, na, scheiße, der Mann, das ist vom Blüten, aber wir können ihn das hinter uns lassen. Dann haben wir das. Sachen weiterbleiben, ist auch zunehmend eine andere Geschichte. Das ist eben das, warum sie eben eine andere Dimension haben. Das vergessen ganz viele Leute, weil ich sage, ich schreibe so eine WhatsApp-Gruppe rein, wo wir 10 Leute sind, dann habe ich das Bild, das ist leider in der kleinen Gruppe drin. Aber ich weiß nicht, wo das landet. Du nicht teilst und stellst es auf Facebook, du nicht auf TikTok, du nicht auf Stemming. Aber steigen sie um 10 Millionen. Nee, ich muss das sehen, gleich sehen. Wo ich das Foto von meinem Banknachbar gemacht habe und ein bisschen die Photoshop und die irgendeine Geschichte mache, und dann wird es geteilt. Dann landet es in der Schule. Habe ich aber nicht gewählt. Und vielleicht wird mit meinen Kollegen geteilt. Witzig gewesen. Das ist das, ich habe nicht die Kontrolle. Wenn ich fertig mache und mache einen Knall, oder wie mir, oder wie auch immer, dann haben wir mehr Möglichkeiten, das zu lösen. Den anderen weiß ich nicht. Wenn es gut geht, gut, wenn er bleibt zusammen. Sonst kann ich das Problem. Das ist auch das Problem für die Opfer, dass sie nicht sagen oder mal sagen, du Gerd, wie willst du das, was willst du denn? Dann kannst du ganz schlecht entgegenwirken, weil da zirkuliert das überall und
vielleicht findest du raus, wo der Ursprung ist, nicht? Wer das, welchen Server aus das gegangen ist und so weiter. Also ich bin gefühlt ohnmächtig. Ich habe keine Möglichkeit, das zu tun. Aber wenn es der gibt, dann ist es nicht schick, weil es mir nicht klar ist. Und wir reden jetzt nicht gleich, die Polizei kann was tun, sondern ich habe das Gefühl, ich kann mich grundsätzlich nicht wehren. Und das ist ja der Zustand, der am schlimmsten ist, der aber entsteht. Weil ich bin dem ausgesetzt, ich kann nichts dagegen tun. Das tue ich noch. Und dann entsteht das Bild, egal ob es jetzt stimmt oder nicht, meistens ist es eben verzerrt. Wenn wir es teilen, mit Eltern, mit Erwachsenen, mit Kollegen, kann man irgendwo probieren. Ich weiß nicht, ob es geht oder wie, aber ich kann das nicht. Aber wenn ich das Bild habe, ich kann eh nichts dagegen tun. Und wenn kalt ist bei mir, dann wird es schwierig. Und logisch, wie du sagst, es ist nicht Zemmendorf-Hala, weil das klingt dann so vor, es wird mir so schlimm. Die Südtirol am Eigenland, so, du brauchst Lei. Das Lei macht es eigentlich schlimmer. Es geht darum, so, oft schafft man so einfach nicht. Hat denn den Eindenken? Deswegen ist ja wichtig, über Sachen noch zu reden. So, ja, das kann alles passieren, aber Lei, wenn du so bist, na, kannst du nicht sehen, was vielleicht noch geht. Ob dann was geht? Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich wenig. Wie viele Jugendliche melden sich denn schon im zu dem Thema? Zu dem Thema, ja. Und wie weit verbreitet ist Cybermobbing bei uns? Da muss ich etwas sagen. Also, wir beschäftigen uns zwar mit dem Phänomen, aber wenn wir jetzt die Jugendberatungsstelle hernehmen, kommt Mobbing fast gar nicht vor. Bitte nicht falsch verstehen, ich weiß nicht, dass es nicht vorkommt. Das hat aber damit zu tun, erstens einmal, wenn so Sachen auffallen, nachher wird oft eben. Müssen wir die Postpolizei fragen, sie haben sein, die meistens die Umlaufstelle. Oder eben in die Schulen selber oft, Schulsozialbildung, also wirklich Leute vor Ort sein, die Phänomene eben auch, als sie mit Schule auftreten, als Cybermobbing war in echten Leben auftritt, schon vielseitig angreifen können. Das heißt, und ganz viele Sachen ist nicht so sichtbar, wie viel bloß wie auftritt. Im Durchschnitt geht man davon aus, dass im Erwachsenwerden, zum Wehthemen wird heutzutage ja, im Schnitt jeder Fünfte irgendeine Form von Gewalt, nennen wir es mal so, erfahren hat. Nicht unbedingt Mobbing in extremen Varianten, aber eine Beleidigung oder fertig gemacht oder ne? Also irgendwo kommt alles vor, weil ich mich einfach auf so vielen Plattformen bewege. Die Lösung ist aber nicht weg von einer Plattform. Das heißt, ich dann auch wieder so, wenn ich jetzt hinter dem Mond wohne oder irgendwo auf dem Berg ohne Strom, ohne Wasser, ohne nichts, kann man nichts passieren. Ist halt heutzutage ein bisschen einsamer. Und nicht mehr unbedingt die Realität der Jugendlichen heutzutage erleben, auch Erwachsene. Das heißt, wir erwähnen nichts anderes vernetzt sein und dann ist es schwierig. Aber eben, die Lösung ist zu sagen, okay, ich weiß, was irgendwo mehr, was nicht erlaubt ist, wo kann ich was tun, wo nicht. Auf einmal. Nicht sagen, nichts reden, ich kann auch mal einen Fehler machen, für nicht, keine Ahnung, verurteilt bis ans Lebensende. Das Absurde ist ja, ich werde mehr verurteilt in meiner Vorstellung, wenn ich etwas sage, dass es mir passiert ist, als wäre das, was ich dann befürchte, was passiert, wenn ich nichts tue. Wenn ich ein peinliches Foto gemacht habe, oder ein Foto von mir gemacht und geteilt habe, dann ist meine Vorstellung, dass ich sage, das ist, wenn ich tue. Die Angst ist ziemlich größer, als wäre, dass ich sage, ja, die Angst, dass das immer kommt. Aber da also hört die Logik irgendwo auf, wenn ich so, also wenn man von Angst redet, gibt es keine Logik mehr. Das ist ganz klar, wenn ich dann drin bin, schaut man aus. Bitte? Ja, gemeint ist ja nicht einmal so, dass man so das alles machen muss. Es gibt ja so viele Leute, du tust ja und kriegst ein bisschen davor, die machen ein Foto von dir. Und ich finde das so schlimm, wenn du das selber nicht mehr machst, das passiert immer rum und dort die Männer sich mal versuchen, ein Foto werden sich selber teilen, wo ich sage, ich bin jetzt 100%ig in der Zeit, was der braucht, das hat sich doch eh nicht gemacht. Da muss man auch eben aufpassen, weil genau wenn ich das kriege, egal wo, also wenn es bei so einem Foto wirklich, wo man strafrechtlichen Tatbestand haben will, das heißt, irgendeine Darstellung, die sehr peinlich, sehr problematisch ist und so, und die kriegt das, egal ob ich minderjährig bin oder volljährig, und die schickt das weiter, nach einer Gleichstrafe, wenn er das macht. Ja, aber man muss schon vom Inhalt unterscheiden.
was gerade bei den Jugendlichen beim Thema Sexualität und so weiter ist, wo sie ab einem bestimmten Alter viele Sachen dir dürfen, die meisten eher erschreckt, aber halt auch für dir. Was aber nicht haben darf, ist Fotos, Videos und so weiter unternommen. Nicht einmal als Paar. Und das ist oft die paradoxe Geschichte, dass ich erlebe, was ich sowas und dir was. Da muss ich einfach unterscheiden. Und bei den Sachen ist, ich kann leider zu beitragen, wenn ich sage, aha, ich darf es nicht weiter. Ich kriege auch oft so Sachen. Aber wenn eine Gruppe irgendwas innen geteilt und so weiter, so in der Richtung, dann oft sagst, witzig auf der einen Seite und erniedrigend auf der anderen, das ist mir oft so zwischendrin, wenn man mit so Dingen zu tun hat. Ja, da kommt jetzt Mobbing dann auch, und wenn jetzt ist ja nicht so möglich, ob es da und danach, wo wird das wieder machen, und das da drin ist, dann sieht man, die sind duschen worden. Und ich finde da ja, kommt jetzt Mobbing auch, und weil man jemand kennt hier, man jemand mobbt hier, jemand spricht hier aus. Da ist aber eben der schmale Grad zwischen, okay, die einen seine Handlung ist nicht erlaubt, nicht okay, nicht drin. Oder habe ich das gezielt getan, um die, der auf deinem Foto drauf ist, fertig zu machen? Weil ich da eben immer der große Unterschied. Weil das ist nicht okay und nicht erlaubt. Ja, also wenn ich sage, Italien und was nicht erlaubt ist, das ist eine neue Geschichte und dann muss ich rot stehen. Wenn ich das aber ständig tue oder allen bewusst, damit ich die, was auf deinem Foto drauf ist, fertig mache, dann bin ich in der Geschichte drin. Danach steigt überall die Strafgeschichte. Weil es auch schon noch größer ist. Weil es regelmäßig, längere Zeit und so weiter. Strafrechtlich relevant passiert es mir auch, wenn ich jetzt ein Foto von dir mache, ohne dass ich dich frage. Aber nicht jetzt so, wie ich dich auch da sehe, sondern in irgendeiner anderen Situation, mache ich mich auch strafbar. Das ist aber nicht Mobbing. Wenn ich aber das benutze, was ich dir, also ich kann das zum Mobbing machen, weißt du schon. Und nachher tue ich und mache und fange das an und so. Ich habe mit vielleicht an viele die Vorlagen. Noch für Mobber, Dummerkeit, du hast es, ja, weil wie du sagst, haha, lustig, du hast irgendwo hinstellen, gibst aber mit dem noch einen effektiven Mobber, vielleicht eine Steilvorlage, da jetzt aufzuspringen und genau. Ja. Wie gesagt, die Realität, es ist nicht allzu einfach, um zu sagen, ah, man kann damit tun und verhalten, und wenn irgendwas anders tun, dann ändert sich die Welt. Aber im Prinzip ist das alles nicht ganz so eindeutig und leicht. Da sind die Grenzen sind sehr verschwommen und auch schwer zu trennen. Jetzt hat es nicht so mit Mobbing zu tun, sondern mehr mit den Fotogeschichten. Mir hat gerade erst geredet, wenn der Verein steht meine Unterschrift und ein Foto von meinem Kind zu veröffentlichen, nicht? Muss ja jeder Verein machen. Darf dann nachher, wurscht was für ein Foto, also sie macht irgendein Platz, stellt ein Platz, sitzt. Darf das der Verein auch veröffentlichen, so ein Dokument, du hast unterschrieben? Nee. Also, ja, darf ich zu denen. In dem Moment, wo du sagst, nein, passt mir nicht, dann muss ich es wieder raus tun. Also, da geht es nicht darum, Straftat. Ja. Dann sage ich, nein, passt mir nicht, also, dann bin ich verpflichtet. Das hat jetzt nicht an den Verein zu tun. Also, wenn ich eine Diskothek hätte, dann steht auch irgendwo, du bist einverstanden mit dem Internet. Passt aber nicht, ich darf dann bezahlt werden, wie ich will. Weil es ist klar, was dann oft ein Unterschied ist noch, also je nachdem wie genau, heutzutage muss man es selber genauer definieren, für was verwende ich es. Eins ist, wenn ich sage, okay, ich kann die Unterschrift für Foto machen. Dann ist schon eine andere Geschichte, wenn ich sage, ich teile auf Facebook. Oder ich das auf YouTube gebe. Oder ich drucke die Vereinszeitung. Das sind nochmal andere Sachen. Ja, weil vielleicht für das eine habe ich die Einverständnis gegeben, aber für die andere Sache nicht. Das wäre dann auch noch ein bisschen ins Detail, wenn man sagt, na gut, lass mal das Foto machen, weil es kriege ich nicht mehr raus. Es geht leider um zu sagen, okay, jeder hat das Recht, zu seinem Recht zu kommen. Ich habe mir vor, halt ein bisschen mit einem guten Sinn zu handeln und sagen, okay, war mir das peinlich, wenn ich da so auf dem Foto drauf bin, soll ich die nachfragen. Kommen mir auch in meinem Verein, wenn ich eigentlich positiv gestimmt bin, kann ich auch mal sagen, Moment, das geht nicht, das kann ich nicht. Und ich kann die Erlaubnis auch jederzeit zurücknehmen. Also wir haben die Arbeit, eine Mitarbeiterin, die ist auf der Webseite drauf, als Arbeiter, als Mitarbeiterin und so weiter rein. Und wie jeder bei jedem Betrieb, wie das Einverständnis ja oder nein, die kann das aber auch bestimmen, wo es schon und was nicht. Der zum Beispiel das Einverständnis auf Druck gezogen, wenn es darum geht, Sachen online zu stellen, Videos zu machen, auf YouTube zu laden, auf Facebook und so weiter und so fort. Also, der ist leider auf der Webseite sichtbar, weil ich sage, ich bin ja auch vor Ort.
Aber die ganzen Publikationen, wo ich nicht weiß, was du gemacht hast, ja, ein Foto auf der Facebook, auf der Webseite kann man es auch gehen, aber dann sichtbar machen, man muss sich, was dazugehört, aber alles, was darüber hinausgeht, nein, muss gewährleistet werden. Ja, das heißt, für bestimmte Sachen, wir haben Videoaufnahmen gemacht und so weiter, aber sie auch sagt, na okay, für die Werbung, für die Schulen und schicken es dann an die Schulen. Dann sagt sie, ja passt, aber wenn wir das dann auf YouTube stellen, wo ich überhaupt nicht weiß, wer wie was umschaut, möchte ich nicht. Aber die Schulen kann ich noch verlangen, dass sie verantwortlich damit umgehen. Und so habe ich irgendwo das Recht. Und das ist, ich bin kein Rechtsexperte da nicht, was die digitalen, also in dem Sinne umgeht, aber ich glaube schon zu dir. Da ist dann oft drauf geworden und hin und her. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der Diskothek auf einem Fisch oder irgendwo bin und der Blitz Foto von mir macht, weil ich halt nicht so drin schaue und das wird veröffentlicht, dann muss ich halt hinschreiben und so, und du sagst mir, wer ist aber Foto Nummer 43, da schaue ich aus, wenn ich erst eine Folie habe, bitte aus. Dann müssen sie es tun. Wenn sie es nicht tun, dann kann ich da nicht vorgehen. Muss ich nicht. Ja, aber sind wir hier, vielleicht ich. Ja. Das ist ja das Problem. Ja, aber da dürfen sie nicht umschauen dürfen. Ja, aber dann haben wir schon ein Screenshot und dann wird es so weiter, weil ich schicke schon her, dann haben wir das Problem mit der ganzen Geschichte. Nein, ist nur die Frage, ob es öffentliche Veranstaltung ist, ob es eine Nahaufnahme ist oder nicht. Das wissen wir ja beim Schützenbund selber. Und, das ist alles kompliziert, ich habe gesagt, eins der besten Fall, das kann man einfach mal machen. Nein, jetzt wenn die Kompanien die Einverständniserklärung kommen, wir haben eine Bundesveranstaltung, müssen die 5000 Zettel durchschauen, ob der jetzt auf dem Foto die Einverständnis, das geht nicht. Dann muss man jeden sein, was ich brauche. Da ist der Unterschied der, dass ich sage, also ich darf schon jederzeit bei jedem Foto sagen, passt mal nicht. Sehr schön, ja. Aber die Art der Darstellung macht dann schon ausschlaggebend. Wenn ich mir da herstelle und. Ja. Losmarschieren, dann sage ich mir. Heißt nicht, ich darf automatisch fotografiert werden und abgucken. Aber dann kann ich es mal im Nachhinein, das ist keine Verletzung meiner Rechte, dann muss ich es halt auch geltend machen. Was anderes ist aber, wenn wirklich das nicht dem normalen guten Empfinden entspricht. Also, logisch, wenn der eine, keine Ahnung, jetzt ganz erst gesagt, aber so für einen Weekendblick und dann ein Foto macht. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das kann ja mal passieren. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Mein Sohn ist ja gereizt. Ja. So. Aber es kann ja mal sein, dass er mit drauf ist. Aber grundsätzlich geht es darum, zu sagen, was darf ich nicht. Ich darf mein Recht geltend machen. Ja. Dass das nicht allem so einfach ist und so direkt. Aber ich muss halt wissen, wo ich mich bewegen kann. Moment, ältische Eltern darf ich hier kein Holz nehmen. Ja. Nein, also eigentlich genauso nicht. Es braucht gleich viel länger, weil ich brauche halt jemanden, der das umklappt. Nein. Und sobald Jugendliche aber alt genug sind, passiert das gut raus. Das Problem, was die meisten gerne können, schlimme Sachen nehmen. Weil so blöd ist niemand. Aber das, was vermeintlich nicht schlimm ist, kann aber für mich als Kind jetzt okay sein. Aber als Jugendlicher, als Erwachsener möchte ich es nicht. Man möchte jetzt selbst, dass eigentlich ganze Kinderfotos, die gut oder schlecht oder was auch immer, alle im Netz landen, die alle an sich harmlos sein. Aber trotzdem möchte ich das nicht. Und das geht. Also das, was mir jetzt passt, kann in 5 Jahren nicht mehr passen. Vielleicht dann schwieriger, als wieder wegzukommen. Okay? Immer bis zum Mobbing-Forum. Es ist ja auch schwierig als Außenstehender das irgendwie mitzukriegen, oder? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin Lehrerin, ich wisse keinen Fall in der Schule. Aber das heißt nicht, dass es keinen gibt, aber ich als Lehrerin kriege das nicht mit. Weil wenn ich in der Stunde drin bin, während der Stunde passiert es ja nicht. Ja, aber genau das ist ja das, was man sagt. Aber sind da noch irgendwelche Anzeichen, dass man es vielleicht fertig schafft? Das, was wir gesagt haben, also wenn es Verhalten drastisch ändert, jemand, der vielleicht zum Stoffen war, zurückzieht, wenn die Leistung von mir loshängt, ist keine Garantie, weil kann auch sonst alles passieren, aber irgendwas passiert in einem Kind, in einem Jugendlichen, dass sich komplett Verhalten, Auftreten und so weiter ändert. Was es dann ist, weiß man nicht. Ich glaube, als Schule geht es nicht darum zu sagen, ich muss der Radar sein, der alles mitkriegt, weil es halt sehr nett.
weder ressourcentechnisch noch kann ich was mitkriegen. Also sobald ich von dir rausgehe, passieren muss. Passt aber nicht, ich kann nichts tun. Und da geht es mehr darum, dem geht es eher strukturell zu sagen, die Schule muss halt hergehen und sagen, wir als Schule, wir als Klasse, im Kleinen kann das gut machen. So, wir machen nach Vereinbarung, viele haben wirklich so Verträge in der Klasse, wir wollen nicht, dass so miteinander umgehen wird. Wir erlauben Streiten, wir lassen, ja, das passt alles. Also nicht so das im Wetter verpackt, das muss nicht sein, aber wir wollen das nicht. Weil wir wissen, wie das ist, wenn ich das mitkriege, dann will ich es auch nicht, dass es anders passiert, wenn es ich nicht will, bei mir. Und wenn ich das auf alle Momente, dann ist eher eine Garantie dafür, dass es nicht passiert. Oder eher nicht. Ja. Oder so. Aber ich kann das zum Thema machen. Ich kann irgendwann sagen, na, was am Anfang von der ersten Mittelschule, erste Oberschule, passiert ganz oft, dass man sagt, okay, dann muss ich auch so. Nehmen wir das nochmal her, muss keine fünf Wochen Projekt sein, sondern einfach gleich, Leute, wie wollen wir, dass wir miteinander umgehen? Wir als Lehrer mit Schülern, umgekehrt, Respekt passt nicht, das ist so. Aber es ist oft so die extreme Sichtweise, ne? Auch untereinander sagen wir, da darf man nichts mehr sagen. Nein, es geht darum, so, zwischen dem und dem ist ein großer Unterschied. Und das will ich machen. Und nach sind aber alle gestärkt in dem, dass man sagt, na okay, wenn das nicht okay ist, dann darf ich auch vielleicht, ja, dann muss man es aber halt dann wieder, und gerade die Design betroffen, so na, dann im grünen Rahmen, ja, dann gibt es die Klasse 1a normal und die Klasse 1a ohne Luisa. Und das ist schon richtig, ne? Und nachher tue ich schon ganz bewusst und sage, niemand du nicht. Muss noch nichts sein, aber ich stelle den schon in die Richtung. Du hast beim Mobbing allen nur das Opfer oder kann da Gruppen in der Klasse? Alle Varianten. Ein Täter, ein Opfer, ein Täter, mehrere Opfer, mehrere Täter, mehrere Opfer, ein Täter, mehrere Mitläufer, alle Varianten. 20 gegen 1, 20, es gibt alle Varianten. Okay? Du bist mal ruhig. Du bist ruhig. Mach auch. Einmal. Michael. Lieber Michael. Dankeschön vielmals für den tollen Vortrag. Ja, das ist frei, Dings. Aber ganz stolz bin ich auch heute auf eine Kalle da. Das ist das erste Mal, da blüht der Herz, wenn man so viel Leid sieht. Und dass er angestellt hat, das ist cool, sehr gut. Ich freue mich, überhaupt bei dem Thema. Das ist ein großes Thema, wie man es zeigen kann. Ziemlich großes. Vielen Dank. Danke. Wir werden das sicher in die Ortsbereiche haben, aber auch wahrscheinlich die Leute weiter in die Ortsgruppen und Dinge, ist das ganz interessant. Meinen Fragen austauschen. Oliver, wird irgendwas mit sowas betroffen sein? Keine Angst haben. Kann auch weiß in dem Sinn, wenn man nachfragt oder spielt die kleine Drohne. Nein.